schönen guten Abend alle miteinander. Es freut mich, dass das Interesse so groß ist, dass so viele gekommen sind. Für Dominik Hilfen ursprünglich geplant 30 bis 50 Zuseher. Schauen wir mal, jetzt sind es glaube ich fast 100. Also super, dass so viel Interesse besteht. Es wird heute eine Podiumsdiskussion stattfinden. Ich sage dazu dann noch ein paar Worte. Davor aber bitte ich Dominik Schatzmann, die Begrüßung noch vorzunehmen und ein paar Worte zu sagen. Dominik Schatzmann ist der Vorstand der Libertatem Stiftung. Die Libertatem Stiftung ist Finanzier dieses Kongresses, hat das ermöglicht, dass das stattfindet, hat das finanziert. Dominik, bitte. Sehr gerne, danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe angehende und erfahrene Journalisten, sollten auch noch wieder da sein. Da nur 2-3 Minuten Redezeit vereinbart sind, was mir als Anwalt nicht so ganz leicht ist, kann ich leider nicht die ganzen persönlich Bekannten und Freunde jeweils einzeln begrüßen. Mich freut natürlich im Namen der Stiftung, dass so viele beim heutigen Kongress dabei sind und dass die Diskussionsrunde auf so großes Interesse gestoßen hat. Und tut mir leid, dass wir am Schluss Absagen erteilen mussten, weil ich einfach, wie der gerne schon gesagt hat, zu viel, Nachfrage dann hatten. Es freut mich, dass so viele Menschen Interesse am Diskurs in Medien, aber auch über Medien haben und daher auch so weit, teilweise so weit angereist sind. Gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, wie wichtig so ein Diskurs ist, beziehungsweise möchte ich betonen, wäre und wie wichtig die Rolle der Medien, aber auch deren Unabhängigkeit in der freien Berichterstattung und Recherche sind. Die Libertatem Stiftung wurde vor mittlerweile 3,5 Jahren gegründet mit dem Ziel, die Meinungsfreiheit und kritischen, aber auch ehrbaren Journalismus zu fördern. Auch Medienschaffende sollten sich nämlich stets bewusst sein, zu was für Konsequenzen eine bestimmte Berichterstattung führen kann. Dass die Leser und Zuseher Medien vertrauen, dass dieses Vertrauen aber durchaus auch, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sehr erschüttert werden kann. Dass unvollständige und unrichtige Berichte teilweise nachhaltige Existenzen vernichten können. Dass gründliche Recherche, Double-Check der Quellen, aber auch andere Sachen wichtig sind und dass man auch darüber reden sollte, was macht guten Journalismus eigentlich auch aus. Und dazu hat man hoffentlich heute in dem Workshop einiges gelernt. Und ja, natürlich darf man auch Medien selbst und deren Berichterstattung kritisch hinterfragen. Wie unabhängig sind Medien, ist ein Medium, wenn es rein von Inseraten, möglicherweise der öffentlichen Hand abhängt, oder wenn einzig und allein ein Mäzen dahinter steckt? Und was passiert, wenn Entscheidungsträger bei Medien einfach nur politisch besetzt werden? Und eine wesentliche Frage auch, wo liegt eigentlich die Trennung zwischen Berichterstattung und Meinungsmache in Medien? Demokratie lebt zwar unweigerlich vom Austausch unterschiedlicher Meinungen, sollte Demokratie aber auch stets ein fairer Wettbewerb der besten Ideen sein. Nur, wer definiert heute, was sind eigentlich Fake News? Was sind die Probleme, über die man eigentlich diskutieren sollte? Warum finden überfällige Diskussionen nicht statt? Worüber wird berichtet, worüber wird nicht berichtet? Was ist, wenn Winnetou-Filme vielleicht gar nicht so böse sind? All die Themen wollen wir heute diskutieren. Und da möchte ich mich beim Gernot und seinem Team ganz herzlich bedanken für die Organisation und zugleich das Wort zu einer hoffentlich spannenden Diskussionsrunde übergeben. Vielen Dank. So, danke schön, Dominik Schatzmann, Vorstand der Libertatem Stiftung. So, bitte noch Platz zu nehmen. Vielleicht eher bitte, es sind da teilweise noch ein paar einzelne Plätze frei. Also von den hinteren Reihen kann man sich bitte gerne da noch vorsetzen, da sind 4 Plätze am Stück oder so. Also gerne bitte näher kommen, die hinteren Reihen waren eher als Ersatz noch gedacht. Oder wenn Sie sich dort hinten wohlfühlen, soll es auch passen. So, ja, also, wir fangen gleich an mit der Diskussion. Ich setze mich jetzt und frage mal, sieht man halbwegs auf die Bühne, so gut es geht. Und sonst hört man die Referenten zumindest und die Namen sind ohnehin hier alle eingeblendet. Ich werde zuerst ganz kurz noch die Podiumsdiskussionsteilnehmer vorstellen, obwohl sie eigentlich hinlänglich bekannt sind, aber ganz kurz noch etwas zu ihnen sagen. Nachher werden wir hier am Podium diskutieren, werden auf unterschiedliche Meinungen treffen, wie ich erwarte. Und nachher bekommt man auch im Publikum gerne die Gelegenheit, Fragen an die Podiumsdiskussionsteilnehmer zu stellen. Wird auch die eine oder andere kritische Frage kommen, so soll es sein. Und die Teilnehmer werden versuchen, da so gut es drauf, so gut es geht, zu antworten. Jetzt beginne ich einfach mal
fangen wir einfach links außen an. Roland Tichy ist Wirtschaftsjournalist aus Deutschland, ja, das will ich noch kurz aufstehen. Einer der renommiertesten Wirtschaftsjournalisten in Deutschland, war Wirtschaftsjournalist des Jahres, das war 10 oder 2008 war es, glaube ich. Also wirklich ein Kapazunder. Im Moment bei Tichys Einblick, ich glaube Gründer, Geschäftsführer, Hauswart, also ziemlich alles, was es da zu tun gibt. Wir freuen uns dann auf seine Sicht der Dinge zum Thema unabhängiger Journalismus. Ich gehe jetzt einfach der Reihe nach durch. Ferdinand Wegscheider. Ja, bitte auch. Einer der Pioniere, der Pionier des Privatfernsehens in Österreich, kämpfte lange für das Privatfernsehen, dass das überhaupt möglich ist. Im Moment oder seit einigen Jahren schon Intendant bei Servus TV. Zu meiner Rechten Hans Bürger vom ORF. Ja, Sie muss ich auch nicht viel sagen, der Mr. Innenpolitik des ORF, Leiter der Innenpolitik-Redaktion im ORF, bei der Zeit im Bild, Sommergespräche geführt, alles mögliche, als eines der bekanntesten Gesichter des ORF nach außen, und wir freuen uns über seine Ansichten heute Abend. Richard Schmidt. Er hat eine lange journalistische Geschichte, ich glaube angefangen sogar bei der Kronenzeit, da war das allererstes, und dann ist über verschiedene Stationen gegangen. Im Moment aktuell Express, eine Online-Zeitung und immer auch stärker ein bisschen im Fernsehen dann präsent. Auch ein sehr kritischer Geist, umstrittener Geist, und wir sind auch sehr gespannt, was Richard Schmidt heute alles zu sagen hat. Wird, denke ich, sehr spannend. Gut, dann legen wir los mit der Diskussion. Die Referenten oder die Podiumsdiskussionsteilnehmer darf ich bitten, wahrscheinlich das Mikrofon so die meiste Zeit in der Hand zu halten und bitte so am Griff und relativ nahe. Muss man das hinhalten? Ich würde vielleicht einmal mit einer kurzen Runde beginnen. Richard Schmidt, können Sie vielleicht kurz sagen, zwei, drei Sätze zu Ihrem Medium, was das macht und was ist der Beitrag Ihres Mediums für unabhängigen Journalismus? Also der Express wurde ja auch genau aus diesem Grund gegründet, auch mit Hilfe der Libertatum Stiftung, dass wir hier zu mehr Unabhängigkeit im Journalismus beitragen. Wir haben alle gesehen, ich war 32 Jahre bei der Krone und weiß da einiges oder wüsste einiges zu berichten, was es da mit Inseraten und mit Verbindungen zur Politik gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da ein neues Medium gründet, auch für den gesamten österreichischen Markt und auch, so wie Servus TV ja auch eine Neugründung war, dass man hier unabhängig und komplett neu das aufstellt. Wir haben mittlerweile 1 Million Unique-Clients im Monat drauf, wir sind in einem Wachstumsstadium, wir sind 18 Monate jetzt am Markt. Die Seite wird rund um die Uhr ständig neu befüllt mit den aktuellen Berichten aus Österreich, aber aus der ganzen Welt, von Sport bis Kultur, alles. Und wir haben daneben oder parallel dazu einen Fernsehsender mit dabei und freuen uns natürlich da, dass wir halt diese Synergien nutzen von der Newsseite zum Fernsehsender, und das läuft jetzt sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, dass hier vielleicht auch andere einmal ermutigt werden, hier diesen Weg zu bestreiten in diese Unabhängigkeit und das zu versuchen. Es ist eine Menge Arbeit, logischerweise, es ist ein großes Risiko, auch natürlich, wenn man sich hier wirklich auch unabhängig positioniert. Ich glaube, der Herr Wegscheider weiß das auch, wie brutal diese Geschäftswelt dann ist, wenn man unabhängig wirklich arbeitet. Und also wir sind da auf einem guten Weg, aber diese Unabhängigkeit halten wir für extrem wichtig. Hans Bürger vom ORF, vielleicht auch dieselbe Frage im Prinzip, jetzt, was der ORF ist und macht, versuchen Sie es in zwei, das weiß man sich eh, aber was ist aus Ihrer Sicht der Beitrag des ORF zum Thema unabhängige Medien? Wie wichtig ist da der ORF aus Ihrer Sicht?
Na, ganz kurz, bevor ich über das Unternehmen spreche, möchte ich einen Vorsatz noch anbringen. Schönes Doppel, Vorsatz und Vorsatz. Also eine Vorbemerkung. Erstens einmal war ich wieder, Richard, auch bei der Kronenzeitung, was vielleicht einige überrascht. Wir haben beide in Linz gearbeitet, nun kennen wir uns. Und der Ferri, den hänge ich jetzt da gleich aus, war einmal beim ORF. Und da kenne ich ihn, damit wir das auch mal erledigt haben. Ich muss auch alle enttäuschen, die vielleicht glauben, naja, ORF ist hundertprozentig über eine Partei da hineingekommen und eine Führungskraft geworden. Ich habe mitgetan bei einem Talentewettbewerb 1986, den damals noch der Gerd Bacher ausgerufen hat. Und da haben sich sehr viele Menschen beworben, nämlich 4000 und in Oberösterreich 350. Und in Oberösterreich haben es dann nach einem sehr lustigen Verfahren, war wirklich gar nicht so einfach, zwei genommen. Aber nicht, weil ich so wahnsinnig gescheit bin, sondern weil ich eben Printerfahrung hatte von der Kronenzeitung und ein Wirtschaftsstudium. Und sie haben damals jemanden gesucht als Nachfolger für den Kurt Rammersdorfer. Das war jetzt deshalb wichtig, das einzubegleiten, weil ich natürlich weiß, welchen Ruf der ORF zum Teil hat. Ich komme aus Oberösterreich, glauben Sie mir, da muss man auch einiges aushalten, wenn man so im Salzkammer gut unterwegs ist. Und gerade in Corona-Zeiten oder wann auch immer, da musst du schon einiges aushalten. Und dann sagst du, ich bin schon nur mehr Wegscheider. Sag ich, ja, ja. Ich sage, ob Gosau, wenn das stimmt, ja, ob Gosau da rein ins Tal, da schauen alle Servus-TV und Ö24. Das heißt, man hat es da als ORF nicht so leicht. Ja. Was ist die Unabhängigkeit? Wir sind laut Gesetz zur Objektivität verpflichtet. Jetzt, ja, das ist schon einmal. Ja, also das ist eigentlich unser Grundsatz. Und ich möchte eines schon auch noch dazu sagen. Ja, ich bin nie mit allem einverstanden, was im ORF passiert. Aber ich werde hier mit Sicherheit die Meinung vertreten, die mir bis Montag einen Job noch ermöglicht. Ja? Weil ich möchte schon ein paar Jahre arbeiten. Also nein, es ist mir nämlich was passiert und dann höre ich schon wieder auf. Ja? Also ich schreibe ja auch Bücher und da war ich, und ich bin immer wahnsinnig offen bei so Diskussionsveranstaltungen. Zu offen, offenbar. Und in der Buchhandlung Moser in Graz habe ich halt so ein bisschen geplaudert über den Sebastian Kurz damals und das Verhältnis zum ORF und habe immer wieder gesagt, das bleibt eh unter uns. Der mich interviewt hat, der liebe Kollege Batterer von der Kleinen Zeitung, hat es am nächsten Tag in der Zeitung geschrieben und das hätte mir wirklich fast Kopf und Kragen gekostet. Also, ja, bitte das bei mir immer mitbedenken. Ich werde versuchen, meine persönliche Meinung natürlich einfließen zu lassen, aber als Journalist bin ich, da gibt es jetzt Richtlinien, auch in der Öffentlichkeit zur Objektivität verpflichtet. Ich frage mich zwar bei manchen, die bei uns auf Twitter sind, ob die das auch wissen, aber ja, ich fühle mich der Objektivität verpflichtet. Gut, also alles, was hier gesagt wird, lieber Herr Bürger, bleibt unter uns. Nur ein Hinweis, wer die Veranstaltung nachschauen möchte, die wird dann online gestellt, ab spätestens morgen Abend. Der Link dazu ist auf unserer Homepage zu finden, aber es bleibt im Prinzip unter uns. Ja, online unter uns. Ferdinand Wegscheider, dieselbe Frage. Servus TV, was ist der Beitrag von Servus TV zum Thema unabhängige Medien? Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht? Servus TV ist ja im Verhältnis zum ORF und anderen Medien auch noch ein sehr junger Sender, ein sehr junges Medium, hat am 1. Oktober 2009 seinen Sendebetrieb erst begonnen, ist so ein bisschen zum Teil aus Salzburg TV hervorgegangen, aber dann doch ein ganz anderer Ansatz, nämlich ein nationaler Sender, der aber auch mit einem etwas anderen Programm in Deutschland und der Schweiz zu empfangen ist. Servus TV war am Anfang primär dem hohen Qualitätsanspruch seines Eigentümers Dietrich Mateschitz geschuldet. Das ist, glaube ich, hoffentlich heute noch so. Ich bin zum großen Teil mit Schuld,
dass es dann ab 2014, 2015 auch in Richtung Nachrichten gegangen ist, weil ich war ja am Anfang bei Servus TV nicht dabei, bin seit 2014 wieder bei Servus, habe als Informationschef angefangen, weil ich eben dem Herrn Mateschitz einreden konnte, dass der Sender auch Nachrichten braucht. Das wollte er am Anfang nicht, weil er so wie viele Menschen sagt, Nachrichten sind so negativ. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt, so haben alle, jeden Tag in der Familie am Stammtisch, aber die, die jeden Tag über die Nachrichten jammern, schauen jeden Tag, die meisten. Und deswegen braucht der Sender Nachrichten. Und dann haben wir im Frühjahr 2015 eben auch mit Information bei Servus TV begonnen, mit einem gleich hohen Qualitätsanspruch. Und ich hoffe und denke, dass wir mittlerweile eben mit diesem Qualitätsanspruch und journalistischen Prinzipien zur Unabhängigkeit und zur Meinungsvielfalt in Österreich ganz gut beitragen können. Roland Tichy. In Tichys Einblick ist das Medium, für das er arbeitet, oder er ist quasi das Medium, kann man durchaus so sagen. Können Sie vielleicht doch noch ein paar Sätze zu Tichys Einblick sagen? Stichwort Online und jetzt auch Print, weil in Vorarlberg das vielleicht nicht alle kennen. Aber sehr gerne. Ich meine, zunächst Ihr Beitrag dann zur Unabhängigkeit. Als Person, ich habe ja in Salzburg begonnen, aber ich kenne keinen der Beteiligten aus der Zeit, beim Salzburger Volksblatt, bis Gerd Bacher es vernichtet hat. Tichys Einblick habe ich vor 7 Jahren gegründet, weil es mal auf einem Kanal, wo in Frankreich langweilig war. Es ist dann plötzlich irgendwie gewachsen, immer mehr Leute sind dazu. Dann haben wir es professionalisiert. Wir haben heute laut einer Untersuchung von Reuters in Deutschland einen elektronischen Marktanteil, der in etwa der FAZ entspricht und ein Viertel dessen, was der Spiegel hat, wie Reuters dies errechnet hat, ist mir manchmal auch ein Rätsel, aber gute Zahlen soll man nicht hinterfragen, finde ich. Wir haben daraus vor 6 Jahren das Magazin Tichys Einblick entwickelt, das da in den vorderen Reihen herumliegt. Das hat am Kiosk eine Auflage, die ist doppelt so groß wie am Kiosk, wie Manager-Magazin, Kapital oder Wirtschaftswoche, deren Chefredakteur ich lange war. Das ist natürlich ein ungeheurer Triumph. Wir machen eine Talkshow, die in der Spitze 1,6 Millionen Zuschauer hat. Das ist ungefähr die Hälfte von den großen ARD-Sendern. Zurzeit machen wir Sommerpause, werden aber im Oktober damit wieder anfangen. Ist also für einen Hausmeister relativ viel Arbeit, die vielen Türen zu bedienen. Und ich glaube, was das Wesentliche ist in Deutschland, dass wir und auch andere gezeigt haben, dass man die Chancen der neuen Medien nutzen kann, weil die Eintrittsbarrieren doch durch die Elektronik sehr viel niedriger sind. Hat auch natürlich auf andere Art und Weise Servus davon profitiert. Das ist im Rundfunkurteil 61 Deutschland, hat man gesagt, muss man lauter staatliche Sender wie den ORF haben, weil es zu teuer ist für einen Privat. Mittlerweile geht. Richard Schmidt und Frau Schütz haben es nachgemacht, mit Express die Eintrittshürden, die niedrigen, zu nutzen. Und ich glaube, das ist das, was etablierte Medien wahnsinnig ärgert, weil sie die Ökonomie von Medien nicht begreifen. Und es ist halt so, neue Technologien verbilligen bestimmte Prozesse. Das ruft neue Anbieter auf den Markt. Wir sind einer von denen. Wir produzieren anders. Wir produzieren auch die Zeitschrift anders. Wir sind eine Internetbude, die einmal im Monat die Artikel ausdruckt und die Leute lesen sie gerne. Dankeschön. Jo, dann kommen wir jetzt einmal ein bisschen zum kritischeren Teil, weil es scheint ja, wenn man so hört, alles eitel Wonne zu sein, aber natürlich gibt es im Journalismus auch umstrittene Sachen. Fragen wir Unabhängigkeit. Beginne ich mal auf der Seite wieder. Richard Schmidt, Sie sagen selber, Ihr Medium ist ja auch teilweise fremdfinanziert oder da gibt es Sponsoren, Gönner dahinter. Ist trotzdem eine Unabhängigkeit möglich aus Ihrer Sicht? Funktioniert das? Ja, genau durch diese Konstruktion, dass es eben eine Stiftung ist, wo Investoren, private Menschen hier sich zum Grundsatz gesetzt haben, diese Unabhängigkeit zu fördern. Also wir haben ja eher das Problem, dass etablierte Medien, ich sage es einmal so, die Mainstream-Medien, wie sie auch oft genannt werden,
von Inseratenflüsse der Bundesregierung, der Stadt Wien oder ähnlichen Institutionen abhängig sind und diese Unabhängigkeit je nach Belieben auch formen, sagen wir es einmal nett. Ja. Und diese Unabhängigkeit hat dann sehr rasch Grenzen. Wir sehen es jetzt zum Beispiel an einem der größten Wirtschaftsskandale, die es meiner Meinung nach gibt, bei der Wien Energie. Also wir profitieren davon, dass wir jeden Tag unabhängig darüber berichten können, ohne Einschränkungen, ohne Restriktionen. Andere Medien versuchen das schon wieder runterzugeben von ihren Webseiten, von ihren Schlagzeilen, die sie in der Print dann auch haben. Wie meinen Sie da konkret? Ja, die großen Tageszeitungen sieht man das sehr deutlich. Also wie das schon wieder verschwindet aus, durch Interventionen. Und ich war selber lang genug bei einer großen Tageszeitung. Ich habe das am eigenen Leib erlebt, wie da interveniert wird, bis hin zu Entlassungsdrohungen, bis hin zu auch Inseratenbudgets, Entzug. Ja. Ich habe das selbst erlebt beim Krankenhaus Nord, auch bekannter Skandal. Ist auch nicht um wenig Geld gegangen, 1,4 Milliarden Euro. Hat das dann im Endeffekt gekostet, fast das Doppelte, als geplant war. Und wenn man dann halt hört, dass die Gesundheitsstadträtin das gesamte Jahresbudget absagt aufgrund der Berichterstattung, dann weiß man, dass man nicht unabhängig ist. Also dann ist das ein massiver Druck, ein wirtschaftlicher Druck auf das Unternehmen. In dem Fall hat die Krone damals, ich nenne es beim Namen, drauf gepfiffen, weil man wirtschaftlich stark genug ist. Und die Stadträtin hat es dann nie mal angegeben. Aber das ist halt eine relative Ausnahmesituation. Würden Sie sagen, Sie können bei solchen Themen unabhängiger berichten als zum Beispiel der ORF, weil der Herr Bürgermeister als Nächster dran kommt? Das will ich so nicht sagen. Also ich glaube, da hängt es genau an den Personen, den handelnden Personen beim ORF ab und auch bei uns. Natürlich ist man in unserem kleinen Land sehr oft mit persönlichen Beziehungen, Freundungen, also die Personen, die man ja auch in der Politik immer wieder trifft, da gibt es schon diese, ich sage es einmal so volksläufig, diese Verhaberung. Da muss man sehr aufpassen, dass das nicht um sich greift. Und bei älteren Medien ist das oft dann halt mehr der Fall als bei jungen Medien. Aber generell hängt es an den handelnden Personen. Und beim ORF kann man das genauso sauber und korrekt abhandeln als wie bei uns. Hans Bürger, werden solche Geschichten beim ORF sauber und korrekt abgehandelt? Oder wie groß ist der Versuch? Sie sind ja als Leiter der Innenpolitikredaktion, haben Sie auch direkt mit Politikern zu tun. Wie sehr wird da versucht, seitens der Politik Einfluss zu nehmen? Wie viel wird dann darauf reagiert? Oder, noch eine Zusatzfrage, gibt es auch so etwas bei Redakteuren, so etwas wie einen vorauseilenden Gehorsam? Beim ORF jetzt. Es wird extrem interveniert. Also seit ich im Amt bin und in der Zeit im Bild, kann ich sagen, es ist praktisch fast jede Regierung gleich im Versuch, eine bestimmte Berichterstattung herbeizuführen. Und das muss man wirklich einmal auch deutlich sagen, das ist wurscht, wer da der Bundeskanzler ist. Das ist das Dramatische. Also man kann wirklich nicht sagen, weißt du, wer heißt, ja, wir sind der Rotfunk, also unter Schüssel war es absolut nicht anders. Und dass bei Bundeskanzler Kurz eine sehr kleine, aber schlagkräftige Gruppe hinter ihm auch dafür sorgen wollte, bin ich vorsichtig, oder? Dafür sorgen wollte, dass bestimmte Dinge kommen und bestimmte Dinge nicht kommen, das ist, glaube ich, auch bekannt. Also der Fleischmann, also ehrlich, der steht einer Laura Ruder schon pro um nichts nach. Ja? Das heißt, was Sie merken, ja, wie wahnsinnig schwierig das ist für mich zu antworten. Aber, jetzt kommt das große Aber, was wirklich noch nie jemand gemacht hat, gar keiner. Und ich bin seit 1998 längst in der Innenpolitik Chef. Überhaupt wahrscheinlich von allen, weltweit allen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten. Und darum sagen sie, wann ist der Bürger endlich weg? Aber was wirklich noch nie war, dass vor einer Analyse jemand herkommt und sagt das.
Das hat ein Chefredakteur mal versucht, mit so kleinen Zettelchen, die er mal kurz vor der Analyse hingelegt hat. Ich habe es trotzdem nicht gesagt. Unser Verhältnis war dann wirklich nicht sehr gut. Aber grundsätzlich ist es so, dass man in den Analysen, in den Kommentaren absolut frei ist. Das war es dann aber auch schon wieder. Ja? Also in der Berichterstattung wird schon sehr, sehr viel versucht. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen, weil ich genau weiß, dass Corona kommt, sprich es gleich selbst an. Natürlich. Ich unterbreche noch kurz. Ja? Es wird viel versucht. Wie läuft das in der Praxis ab? Das interessiert, glaube ich, die Leute. Kommt da jemand und ruft an? Ja, kommt jemand persönlich vorbei? Schreibt jemand eine E-Mail? Oder? Also den Satz, wenn es das nicht so macht, dann war's das, nämlich Chef der Innenpolitik, das ist da hoffentlich eh klar, diesen Satz habe ich jetzt tausendmal gehört. Ich könnte jetzt so viele Namen nennen und sie kommen aus allen Parteien und es waren wirklich alle gleich und alle zum Teil auch sehr brutal am Telefon. Ja, das läuft zu 99,9% am Telefon. Es haben sich dann einige angewohnt, das auf WhatsApp zu machen. Die machen das jetzt nicht mehr. Völlig überraschend. Aber das Blöd ist, ich habe natürlich da einiges. Nicht? Also, ja, das ist immer ganz knapp bei mir, dieses Ding da. Na, natürlich haben sie irgendwann begonnen, das auch per SMS zu formulieren, per WhatsApp zu formulieren. Und dann hängt es halt davon ab. Und jetzt sage ich schon, jetzt greife ich das auf, was da Richard gesagt hat, ich würde schon auch sagen, dass es sehr zum Teil an den handelnden Personen liegt. Also, ja wurscht, dann wird es halt morgen online gestellt, aber mir kommt schon vor, dass einige es nicht ganz schaffen, ihre wahre Gesinnung zu verbergen. Jetzt habe ich Sie vorher an einer Stelle unterbrochen, als Sie das Wort Corona in den Mund genommen haben und Sie haben das noch nicht fertig geredet. Dazu wollten Sie, glaube ich, auch noch was dazu sagen, weil Sie gesagt haben, ja, das kommt ja sowieso, es würde wahrscheinlich auch kommen. Ja, das kommt sowieso und drum sage ich es gleich, weil das war sicher auch für mich die schwierigste Zeit im Unternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der ORF irgendwann einmal klar gemacht hat, dass wir, und zwar nicht nur der ORF, sondern am Anfang ja auch die Opposition, das darf man nicht vergessen, dass wir die Gesundheitspolitik der Bundesregierung jetzt nicht ganz groß in Frage stellen. Erinnern Sie sich, 15. März 2020, eigentlich waren da alle irgendwie, sind einen Weg gegangen, ein paar Wochen lang. Also rot, alle sind mitgegangen. Eigentlich auch die meisten Medien, zumindest ein paar Wochen. Und dann kam dieser lustige Ostererlass des Rudi Anschober. Und da sind die Wege dann auseinandergegangen. Und natürlich war es dann so, dass für jene, die gesagt haben, Achtung, wir verlassen da möglicherweise einen objektiven Kurs, möglicherweise, dass es dann nicht einfach war, in Diskussionen sich unbedingt durchzusetzen. Ich sage ein Beispiel, ich habe dann irgendwann einmal selbst in Vertretung der Ingrid Thurnherr ein Politik, wie heißt die Sendung? In ORF3? Politik Live, oder? Heißt es, glaube ich, ja, in ORF3 am Donnerstag. Das hat lange Zeit die Ingrid Thurnherr moderiert, jetzt moderiert sie die Lou Loretz und ich habe sie einmal vertreten und dann haben sie mir 6 Befürworter eingesetzt. Also 6, die in der Corona, also bezüglich Corona, den Maßnahmen alle einer Meinung waren. Alle. Dann habe ich gesagt, und was soll daraus genau für Diskussionen entstehen? Ja, das ist wurscht, das ist halt so. Ne? Und da habe ich zum ersten Mal gesagt, ich weiß nicht, ob wir diesen Kurs durchhalten können, weil auf ServusTV schaut es anders aus. Ne? Wenn du im ORF das Wort ServusTV sagst, bist du sowieso schon verdächtig. Aber ich habe gesagt, naja, die machen das halt. Und jetzt kommt, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen dem ORF, oder sagen wir so, nicht dem ORF, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einem Privatsender. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht, was Wissenschaftsberichterstattung betrifft, davon aus, wir akzeptieren die vorherrschende wissenschaftliche Meinung. Und wenn von 100 Leuten Wissenschaftler 98 der gleichen Meinung sind, dann werden wir da nicht so deppert sein und genau die zwei einladen, die nicht dieser Meinung sind. Das ist, ich habe zig Diskussionen mit Günter Meier geführt, also wir haben wahnsinnig viele Diskussionen geführt.
Und das Argument ist, wenn du das machst, dann musst du halt 50 Leute einladen oder in 49 und dann darfst du einen Gegner einladen. Aber bei 5 stimmen die Proportionen nicht. Und das ist der Unterschied. Und das muss man diskutieren. Es hat sich aber daran eigentlich relativ wenig geändert. Also bestimmte Leute, die im Servus TV aufgetreten sind, nicht viele, aber einige, No-Go bei uns. Also überhaupt keine Möglichkeit. Ja. Wodurch natürlich auch die Diskussionen anders verlaufen sind. Und dann bin gleich fertig, gerätselt, man muss mich immer stoppen. Dann haben sie mir einen Kickel eingespielt. Ja. Also es war eine Live-Sendung, plötzlich kam dann der Kickel, ein böser Kickel, der halt irgendwas gesagt hat. Und dann sind alle 6 über den Kickel hergefallen. Ja. So, was machst du jetzt als Moderator? Ich kann nicht sagen, ja. Also musst du automatisch dann natürlich die Position übernehmen und sagen, naja, hat er nicht da und da und da recht. Und dann passiert Folgendes, der Bürger, der ist FPÖ, na, was ist denn da los? Also du musst wahnsinnig aufpassen bei allem, was du machst. Aber wenn du eine Diskussionssendung leitest, wo 6 Leute der Meinung sind, die Corona-Maßnahmen sind gut, was bleibt da anderes übrig, als dem Pfeffer hineinzugeben, was dich natürlich als Moderator unobjektiv macht. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist die Lösung? Keine Ahnung. Obwohl der Herr Bürger jetzt relativ lange Redezeit hat, ich würde trotzdem noch einmal nachbohren. Das ist ja schon ein bisschen eine intellektuelle Kapitulationserklärung. Darf ich Sie bitten, das Mikrofon? Das ist doch eine intellektuelle Kapitulationserklärung, wenn Sie sagen, 98% der Wissenschaftler, und dann plappern wir das noch. Ich meine, Sie sind in Wien. Ist eine Stadt, da gab es einen Arzt, der heißt Semmelweis, und der hat festgestellt, dass die Frauen im ersten allgemeinen Krankenhaus, die dort entbunden haben, schneller gestorben sind als die Frauen, die draußen im Dreck geboren haben. Und da ist er draufgekommen, dass es sowas gibt wie ein Leichengift. Und es entsteht, wenn man den Leichen am Vormittag reinlangt und am Nachmittag den Wöchner, den ins Baby damit rausholt. Er hat gesagt, da muss sowas geben wie ein Leichengift. Der ist verfolgt worden, der ist in den Wahnsinn getrieben worden, weil auch in der Wissenschaft gibt es sowas wie eine herrschende Lehre und wer dagegen anstinkt, ist ein Außenseiter. Aber der wissenschaftliche Fortschritt ist nicht von den Bestätigern entwickelt worden, sondern von den Außenseitern. Immer von den Außenseitern. Und insofern ist das Abzählen von wissenschaftlichen Ja-Sagern keine journalistische Qualität, sondern journalistische Qualität ist, Entschuldigung, wenn ich Ihnen das so sage, als der Ältere, der ich bin, Sie müssen sich schon bemühen, die Dinge zu durchdringen und auch Gegenmeinungen zu hören. Da liegt man manchmal kräftig daneben, aber die Diskussion bringt es vorwärts und nicht das Abzählen. Ich meine, das ist doch die Blamage, die wir auch in der Corona-Phase erlebt haben, dass sich die Wissenschaft täuscht. Das ist eine Ideologisierung der Abzählreime der sogenannten Wissenschaft. Follow the Science hat sich blamiert. Wissenschaft ist Diskussion, ist Streit, ist Auseinandersetzung und die Welt ist vorwärts gekommen, weil sich Leute den Mut herausgenommen haben, dagegen anzutreten und nicht zu sagen, ja, das ist halt dann die Mehrheit, dann mache ich da mit. Ja, möchten Sie gleich was dazu sagen? Vielleicht das Zitat, 98% der Wissenschaftler haben diese Meinung, 2 eine andere. Sind Sie auch der Meinung, Sie haben nicht direkt in Ihren Sendungen, aber bei Servus TV wurden ja oft dann 2 links, 2 rechts eingeladen, also ich sage jetzt 2 Maßnahmenbefürworter und 2, die das kritisch gesehen haben. Hatten Sie das, würden Sie auch im Nachhinein dabei bleiben, dass das so richtig ist, oder würden Sie sagen, eigentlich war das Verhältnis schon 98-2 und wir haben das trotzdem 2-2 dargestellt? Oder stimmt das Verhältnis vielleicht auch gar nicht? Also zum einen sehe ich es natürlich genauso, dass wesentliche Errungenschaften in der Wissenschaft und vor allem auch in der Medizin seit Jahrhunderten immer von den Außenseitern gekommen sind. Zum anderen, was mir als Journalist in diesen 2,5 Jahren schon auch bewegt hat beim Recherchieren,
ist, dass es eben nicht nur ein Semmelweis war oder zwei von 100 waren, sondern dass ja wirklich von Nobelpreisträgern abwärts und von den meistzitierten, bis vor zweieinhalb Jahren meistzitierten Virologen weltweit, wie Ioannidis, der war der meistzitierte Virologe weltweit, die sind über Nacht laut Herrn Mayer vom ORF, dem Wissenschaftschef, offensichtlich zu Quacksalbern und Idioten verblödet. Und da frage ich mich, wie kann ein Journalist, wie kann ein Sender wirklich der Meinung sein, trust the science, wir haben die einzige Wahrheit, das verstehe ich nicht. Also ich habe erstens einmal, wird dir vielleicht das nicht gefallen, aber ich bin mit dem Günther sehr eng befreundet, mit dem Günther Mayer, aber wir haben darüber extrem viele Diskussionen gehabt, zum Teil auch in der Öffentlichkeit. Wir haben nämlich ein Buch miteinander geschrieben, Knockdown heißt es, ist gar nicht so teuer. Ich habe aber den Wissenschaftsteil, da habe ich gar nichts geschrieben, sondern ich habe einmal Volkswirtschaft studiert und war einmal Wirtschaftsjournalist, ich habe nur den wirtschaftlichen und den politischen Teil geschrieben. Ist zum Teil, es gibt ganz gute Einblicke, wie damals dieses Krisenmanagement funktioniert hat. Der Günther kommt mir dann sofort mit der Erde, sie ist eine Scheibe, Argument. Und sagt er, würdest du, wenn von 100 sagen, die Erde ist rund und zwar sonst ist eine Scheibe, würdest du die beiden oder einen der beiden Scheibeverfechter einladen? Und so habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Und das ist ein bisschen so das Hauptargument, jetzt sehr stark vereinfacht. Es gibt natürlich eine sogenannte Schulmedizin und natürlich gibt es auch andere Medizin. Aber das Problem ist halt immer die Verhältnismäßigkeit. Ich unterbreche jetzt. Diesen Fall zum Beispiel weiß ich gar nicht, dass, ob der Günther das zu verantworten hat, dass der dann niedergemacht ist. Das ist eine prinzipielle Geschichte. Aber das Problem ist, dass dann jemand, der anerkannt ist, wie der Ioannidis zum Beispiel, auf einmal wird der in eine Schublade gesteckt, dass man sagt, der ist einer, der sagt, die Erde ist eine Scheibe. Und wenn heutzutage jemand im Jahr 2022 sagt, die Erde ist eine Scheibe, dann kann man ihn nicht ernst nehmen, denke ich jetzt, da herrscht Konsens. Aber wenn jemand sagt, die Maßnahmen sind vielleicht übertrieben, wie es ein Ioannidis zum Beispiel gesagt hat, dann ist die Frage, ist das denn ein der ist eine Scheibe-Mensch oder der nicht gehört werden muss oder kann man den so einklappen? Lass uns doch mal festhalten, dass es die Scheibenvertreter waren, die die Kugelvertreter auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Also, ich glaube, man muss das eben differenzierter sehen und diese, da sind wir wieder beim unabhängigen Journalismus. Ich glaube, dass der Journalismus gar nicht dazu jetzt auserkoren ist, über wissenschaftliche Details zu spekulieren oder eine Linie vorzugeben. Das Wichtige ist, dass man den Diskurs offen lässt und auch sich das vor Ort anschaut. Ich habe es erlebt bei diesen Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Gegner, wie die von ORF, aber auch von anderen großen Medien sofort als Nazis, Randalierer, Rechtsextreme sowieso, als Irre, auch mit der richtigen Auswahl der Fotos dazu, sofort verteufelt worden sind. Ich habe mir das selber angeschaut, die waren nicht weit weg von unserer Redaktion, die waren am Heldenplatz, wir sind im Museumsquartier, da waren ganz normale Menschen dabei, ja? Damen im Lodenmantel, Herren, Anwälte, ganz normal. Man hat auch mit denen ganz normal reden können. Die haben echte Sorgen gehabt. Wirklich. Die man auch wahrnehmen muss. Und da haben viele Medien, muss ich wirklich sagen, einen schweren Fehler gemacht. Genau das, was man ihnen eh schon vorgeworfen hat. Also diese Meinungsmache, diese Fake News, diese an der Bevölkerung vorbeizuschreiben, das wurde in dieser Zeit massiv intensiviert. Man hat da natürlich diese Chance nutzen können, Servus TV hat das super gemacht, mit einer unabhängigen Berichterstattung, vor Ort Berichterstattung, wir waren auch mit unseren Kamerateams dort. Das ist dann eben schon die Aufgabe eines unabhängigen Journalismus und das ist beim ORF dann halt
ein gewisser vorauseilender Gehorsam, über den müssen wir dann speziell reden, den gibt es nämlich in den großen Medienhäusern, dass man gar nichts sagen muss, keine Anweisung geben muss, weil die Redakteure schon alle wissen, wenn ich Abteilungsleiter werden will oder Ressortleiter werden muss, dann muss ich eh brav sein und das, was der Chef denkt oder wer immer auch ist, das muss ich erfüllen. Und das ist das große Problem, das wir bei vielen Medien haben. Und da waren für mich diese Demos das beste Beispiel. Jetzt habe ich ja gleich an dieser Stelle etwas dazu, weil wir vorhin von 98 zu 2 oder so was gesagt haben. Die Runde ist überhaupt nicht so besetzt, dass sie jetzt quasi ausgewogen besetzt wäre, weil es sind jetzt von den Vertretern, die sind aus bestimmten Gründen hier, aber eher diejenigen, die die ORF-Berichterstattung auch kritisch sehen, würde ich sagen, 3-1 im Verhältnis. Das heißt, der Hans Bürger hat einen schweren Stand und ist jetzt von der, auch von den Wortanteilen her, geht es überproportional ein bisschen in eine Richtung. Aber ich finde, es muss ja nicht immer die Minuten gezählt werden oder der Herr Bürger wird das aushalten, war sich auch dessen bewusst. Ich stelle eine konkrete Frage. Als damals am 15. März diese Pressekonferenz war, da damals mit... Entschuldigung, machen wir jetzt eine Bürgerbefragung oder machen wir eine Podiumsdiskussion? Ja, okay. Das können wir ja machen. Nein, nein. Ich muss es mal bloß sagen, dann sorge heute nichts. Nein, ich würde dem Herrn Bürger noch eine Frage stellen und dann mit Ihnen weitermachen, wenn es passt. Und zwar, sehr gnädig, danke. So bin ich. Da war dann diese Bitte vom damaligen Innenminister Nehammer, jetzt habe ich leider den genauen Wortlaut in meinem Kopf, aber so sinngemäß, in dem Moment, wo es um den Lockdown gegangen ist, wir brauchen jetzt keine kritischen Medien, sondern wir brauchen jetzt die Unterstützung der Medien. Und da hat man ja dann, da war dann auch, glaube ich, bei der PK nur die Pressekonferenz, nur der ORF zugelassen und die APA, glaube ich. Und der ORF hat damals wirklich, glaube ich, kann man sagen, den Innenminister unterstützt. Und nicht kritisch hinterfragen. Würden Sie das im Nachhinein als Fehler bezeichnen oder würden Sie es wieder so machen? Also eines muss ich schon jetzt da sagen zu meiner Verteidigung. Ich bin nicht der Generaldirektor, ich bin nicht der Informationsdirektor und ich bin nicht einmal der Chefredakteur. Also ich bin auf der... Nein, ist schon wichtig, das einmal zu sagen. Ja, ich bin auf der vierten... Auf der vierten Ebene. Das heißt... Wie der ORF damals reagiert hat, aus Ihrer Sicht? Also wenn der ORF meint, übertragen wir das live, dann wird es live übertragen. Also da brauchst du schon sehr viele Skeptiker, um das noch abzuwenden. Was ich sage, wo der Fehler bei uns, glaube ich, gelegen ist, dass wir viel zu viel live übertragen haben. Weil natürlich das sogenannte virologische Quartett, haben sie wir dann genannt, ja, die dort eine Stunde lang bis zu eineinhalb Stunden die Möglichkeit hatten, einfach dahin zu reden. Und ich glaube, so kann man es wahrscheinlich nicht machen. Das sehen bei uns alle anders und sie sehen es auch deshalb anders, weil zum Beispiel Ö24 alles live übertragt. Also das heißt, wir kommen da in eine unglaublich schwierige Situation hinein. Entweder wir sagen weniger live, dann gehen die Leute zu den Live-Sendern. Ich sage, man muss aufpassen, was und wen man live überträgt, weil sonst kostet irgendwann einmal natürlich Regierungsfernsehen. Ja? Also ich würde das wahrscheinlich, wenn ich es entscheiden könnte, ein bisschen anders machen. Okay, gut, Herr Tichy, jetzt aber sind Sie am Wort. Na, stellen Sie eine Frage. Also ich, möchte direkt was drauf sagen. Okay. Also ganz ehrlich gesagt, Hans, ich glaube, das ist völlig wurscht, ob der ORF live übertragen hat, wie viel und wie lange er live übertragen ist, völlig wurscht. Die Frage und der journalistische Ansatz und die Frage der Unabhängigkeit ist ja nicht, ob ich eine Regierungspressekonferenz live übertrage, sondern was ich dann damit mache. Und wenn ich dann in der Folge nach der Regierungspressekonferenz und mittlerweile 2,5 Jahre lang eins zu eins nachbett, was die Regierung sagt, und dann täglich den Herrn Wissenschaftschef nachbeten lassen, was die Regierung sagt und täglich, tagtäglich seit 2,5 Jahren nur Experten einladen, die das auch nachreden. Keine einzige Gegenstimme. Das ist das Problem. Und damit ist es dann nicht Herr Tichy,
das war jetzt in Österreich, wie erleben Sie das auch in Deutschland? Ich will da einen anderen Punkt ansetzen, und zwar, wann ist und wie ist das mit der Freiheit des Journalismus oder der Medienfreiheit? Da gibt es ein paar harte und ein paar weiche Faktoren. Der erste, härteste ist das Recht. Wir haben in Deutschland, Österreich ist so ähnlich, ein sehr liberales Medienrecht. Allerdings muss man an seinen Rändern kämpfen wie ein Löwe. Wir haben ein sehr schmales Budget. Ich habe das Unternehmen ja selbst gegründet mit 1.000 Euro im Monat. Aber wir verwenden 10% unseres Budgets für Anwalts- und Gerichtskosten. Ich sehe schon, wie die Anwälte jetzt gierige Augen kriegen. Weil wir haben zum Beispiel letzte Woche ein Verfahren gewonnen gegen die stellvertretende Bundestagsvizepräsidentin, oder nein, nicht gegen die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, die uns untersagen wollte, dass wir uns über sie lustig machen. Wir dürfen uns über sie lustig machen. Bitte weiter. Wir haben ein ähnliches Verfahren gegen Safshan Shebli, eine palästinensische Staatssekretärin in Berlin, verloren. Über die dürfen wir uns nicht lustig machen. Ich glaube, dass in Deutschland die faktische Pressefreiheit niedriger ist als im Kaiserreich. Im Kaiserreich gab es aus München den Simplicissimus, der in unglaublich scharfer Art und Weise die damals herrschende Klasse aus Militärs, Adel und so kritisiert hat. Das wäre heute de facto nicht mehr möglich, aber es ist noch relativ möglich. Das zweite ist eine wirtschaftliche Unabhängigkeit, da haben wir ein bisschen drüber geredet. Und jetzt mal aus deutscher Perspektive, das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen, das Pendant zum ORF, ist mit 8,6 Milliarden Euro im Jahr ausgestattet. Das entspricht dem Bruttosozialprodukt aller afrikanischen Staaten südlich der Sahelzone ohne Südafrika. Also wir könnten eigentlich ganz Afrika öffentlich-rechtlich durchfüttern, ernähren und alles andere. Wir müssten es nur wollen, wir wollen es aber nicht, wir verblasen es lieber. Also, und trotzdem, einer neuen Umfrage zur Folge, die wir am kommenden Samstag veröffentlichen, sagen 60% der Deutschen, unabhängig ist nicht das, was wir mit ARD und ZDF verbinden, sondern wir verbinden damit Abhängigkeit. Also Geld allein, harter Faktor, bringt es auch nicht. Denn wenn es nur ums Geld ginge, wären ARD und ZDF die größten Freunde und die größte Freude der Pressefreiheit. Ich glaube, es ist etwas, was wir im Kopf brauchen. Nämlich, dass man sich unabhängig gibt und unabhängig macht und auch bereit ist, dafür zu streiten und als Straßenkämpfer fast aufzutreten und nicht immer zu sagen, ja, aber ich muss aufpassen, was mein Intendant dazu sagt. Also da hört es doch schon auf. Also wir müssen die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit nicht als Geschenk betrachten, die wir in Deutschland von den Amerikanern geschenkt gekriegt haben, sondern wir müssen sie täglich verteidigen. Und wenn wir das nicht wollen, dann ist was im Kopf falsch. Und deswegen wäre meine Bitte, lass uns doch darüber sprechen, warum engen wir uns so ein und quälen und fahren so Kurven, statt dass wir einfach sagen, wir fragen den einen und fragen den anderen und bitte Zuschauer, bilde du dir deine Meinung. Zu der Unabhängigkeit und der Freiheit der Presse, da möchte ich da eine kleine Geschichte erzählen, weil es hängt natürlich immer am Geld auch. Das weiß der Herr Wegscheider, das wissen wir alle. Und ich habe da mal einen netten Termin, das ist schon länger her, 10 Jahre, es war keine schwarze Regierung bei einem Medienstaatssekretär gehabt und der hat zu mir in einem Gespräch gesagt, wie würdest denn du die Inserate verteilen? Ja, also ich habe dann nicht gesagt, gib bitte 90% der Krone, sondern ich habe gesagt, ja, objektiviert das doch, ladet ein, Journalisten, Publizistikprofessoren aus ganz Europa, die machen ein Punktesystem nach Auflage, nach Arbeitsplätze, nach politischer Bedeutung und. Er hat gesagt, ja, das klingt ganz gut, ja, dann hat der ORF 10 Punkte, die Krone 8 Punkte und so weiter und so fort. Und dann sagt er, kurz überlegt, dann braucht es uns ja nicht mehr. Und das ist der Punkt. Man will ja diese politische Macht weiter ausüben und das ist das große Problem in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich glaube schon, dass es in Österreich besonders dramatisch ist, dass man hier diese Macht, diesen Zugriff auch ausüben will. Darum gibt es ja weiter die GIS-Gebühren, weil da kann man bei jeder Diskussion so oder so machen. Ne? Sind wir halt für die GIS-Gebühren, dann sagen wir, können wir beim ORF-Chef sagen, naja, wir haben die unterstützt,
bei den GIS-Gebühren oder bei wieder 8% Erhöhung. Oder man sagt, naja, diskutieren wir mal über die GIS-Gebühren, naja, dann kann man schon wieder die Daumenschrauben ansetzen. Und es geht prinzipiell über das Geld und das muss einmal objektiviert werden. So, ja, aber ich habe auch ein Bedenken dagegen. Ich würde einem Politiker nicht vorwerfen, auch einem Unternehmer nicht, wenn er versucht, auf Medieninhalte Einfluss zu nehmen. Das ist sein Geschäft, das muss er machen. Einfluss zu nehmen, ja, aber mit Argumenten, ja, ja. Nicht mit Geld und nicht mit Erpressung. Erpressung ist überschritten, aber natürlich wird das auch mit Geld versuchen. Ich finde, wir sollten uns herausbewegen aus so einer Pippi-Langstrumpf-Welt, wo alle lieb zueinander sind. Wir sind Pippi-Langstrumpf, also wir müssen einfach dagegen bereit sein anzutreten. Wir müssen uns wehren. Wenn wir erwarten, dass Politiker uns lieb haben und uns ausgewogen behandeln, haben wir schon verloren. Es ist ein Kampf. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist ein ständiger, täglicher Kampf. Und am besten ist, wenn man die anderen akzeptiert und sagt, es ist euer Interesse, uns zu beeinflussen und meins, mich nicht beeinflussen zu lassen. Und in diesem Konflikt müssen wir ständig kämpfen. Und natürlich ist es schön, wenn man viel Geld im Kreuz hat, das hilft einem dabei. Und manchmal muss man leider auch gewisse Sünden begehen. Es wäre jetzt völlig verkehrt, wenn man so tut, hier sitzt der Erzengel Gabriel mit dem Feuerschwert. Nein, ist leider nicht so. Sondern es ist ein ständiger Prozess des Abwägens, des Kämpfens, der Auseinandersetzung. Aber ich glaube, wir wollen ja hier auch für junge Journalisten was abliefern. Ihr müsst kämpfen, ist die Botschaft. Es wird euch nicht geschenkt. Und das ist die entscheidende Botschaft. Es wird euch nicht geschimpft, ihr müsst es euch nehmen. Ich war nach der Wiedervereinigung für den Ostdeutschen Rundfunk zuständig. Das war ein reiner Propagandaapparat der SED. Und es war ganz schwierig, den Journalisten zu sagen, ihr seid jetzt frei. Ihr dürft uns kritisieren, mich auch. Ich muss das aushalten. Es gibt Grenzen der Beleidigung. Aber die sind trotzdem mit der Dachlatte gekommen. Aber auch das haben wir geschafft. Aber die Freiheit, sich zu nehmen, zu sagen, zu schreiben, zu senden, was richtig ist, das muss in den Köpfen verankert werden. Und wenn wir anfangen zu sagen, ja, aber da machen wir Einschränkungen, das muss der Intendant erlauben, und das Geld muss da sein und so weiter und so fort, ist alles wahr, aber es ist die zweite Wahrheit. So, dann würde ich jetzt sagen, es sind sicher einige Fragen aus dem Publikum. Sie können gerne Anmerkungen machen oder Fragen konkret an Einzelpersonen oder in die Runde schicken. So, jetzt fange ich der Reihe nach des Aufzeigens an. Mit Ihnen bitte, dann ganz hinten und dann dort. Vielleicht kurz aufstehen, wenn Sie zusagen möchten, wer Sie sind und an wen die Frage geht. Matthias Lexer, die Frage geht eigentlich an alle Sie. Herr Schmidt, Sie haben es angesprochen, die Verhaderung oder die Verknüpfung oder mit der Politik. Man sieht es jetzt im Bereich der Wienenergie, dass die Politik nicht die Lösung ist, sondern ständig neue Probleme schafft. Wurscht, welches Couleur das sie hat. Wie können die Medien dazu beitragen, und da sind Sie jetzt gefordert, diese Kritik, dieses Feuer am Leben zu erhalten und nicht nachzugeben, bis da endlich einmal Lösungen kommen. Mehr Transparenz wird seit Jahren gefordert. Ich sehe nirgendwo Transparenz. Die Grünen haben es massiv eingefordert. Sie sind in der Koalition jetzt mit den Schwarzen. Nichts kommt davon durch. Wir haben es satt als Bürger, wie mit unserem Steuergeld umgegangen wird. Und wir wollen, dass das seriöser gemacht wird. Und wir zählen auf Sie als vierte Macht im Staat, dass Sie da für Transparenz, für eine gewisse Ethik und Moral sorgen, die offensichtlich völlig abhanden gekommen ist. Da bin ich beim Herrn Tichy. Das ist halt ein täglicher Kampf bei uns. Und wir haben jetzt gerade aktuell ein sehr, ja, ich muss sagen, ich bin auch da sehr emotional engagiert bei einem Beispiel, dass wir am gestrigen Tag einen Anruf bekommen haben und wir unsere Berichterstattung über Wien Energie anders formulieren sollen, dann werden wir auch mit Inserate bedacht von der Stadt Wien. Also das ist eine ziemlich klare Sache gewesen und gibt auch nichts zum Herumdeuten. Wir haben abgelehnt und haben das auch veröffentlicht und haben das uns auch lange überlegt, weil wir in die Stadt Wien. Also sich mit der Stadt Wien anzulegen, Hansi Bürger weiß das, glaube ich, auch, ist
kein Lercherl, ja, also die haben schon eine Machtposition, wo sie einen auch notfalls den Strom im Museumsquartier abdrehen können. Ja. Also man legt sich damit jemanden an, der das schon 30, 40 Jahre diese Machtposition ausübt. Wir haben aber trotzdem diesen Schritt gewählt, weil wir eben unabhängig sind und weil man das jeden Tag auch vorleben muss. Vielleicht werden die anderen auch einmal mutig und in der Krone schreibt dann auch einmal einer, ich habe eine Intervention gerade gekriegt, ich dokumentiere das, ich habe das auch aufgenommen und gebe das auch jetzt weiter. Und an die Öffentlichkeit, bei mir hat auch jemand aus der Stadt Wien versucht, mich unter Druck zu setzen und ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Der Kurier hat es 2018 auch veröffentlicht, als ein Sprecher der Stadt Wien bei Ihnen interveniert hätte, hat das auch veröffentlicht und ich glaube, das ist der richtige Weg. Bitte bereits um etwas kürzere Antworten, weil ich schon ein halbes Auge auf die Zeit werfe. Aha. Ist das weg jetzt? Oder? Jetzt ist es wieder. Das sind die ersten Zeichen. Den Ton abdrehen. Nein, ich möchte was anderes jetzt darauf antworten. Ich bin nicht mehr einverstanden mit der allgemeinen Politik und Politikerbeschimpfung. Zu was führt das? Das führt dazu, dass immer weniger qualifiziertes Personal in der Politik zu finden ist. Es ist so. Wenn du heute ohne Unterbrechung, und zwar ziemlich quer durch alle Medien, jeden und jede Politikerin schlecht machst und 24 Stunden verfolgst, auch in den sozialen Medien, kennt auch so viele Beispiele, wo du da wirklich am Kopf greifst, nämlich ein Beispiel, der Chauffeur vom Bundeskanzler Kurz parkt irgendwo in einer Behindertenzone, eine Riesengeschichte, ich weiß, anus Medium sage ich jetzt nicht, denk mal, ist das echt so wichtig? Ich meine, ja, schlimm, aber Riesengeschichte gewesen, kann ich mich noch gut erinnern. Hingegen, was sehr wenig beleuchtet wird, ist der Einfluss der Wirtschaft und der Konzerne. Also glauben Sie mir, über den deutschen Dieselskandal bei VW zu berichten, war auch nicht immer einfach. Weil die sondern da gibt es halt keine VW-Werbung mehr im ORF. Und da kann der ORF nicht nachsagen. Und ich kenne so viele Beispiele, es gibt ein probiotisches Joghurt. Ganz kurz nur, man wird auch in keiner Zeitung je irgendeine kritische Berichterstattung über Spar oder Billa finden. Zum Beispiel, ja. Also was wir schon ein bisschen übersehen, ist der Einfluss der Wirtschaftskonzerne, der multinationalen Konzerne auf das Programm. Das ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren so stark geworden, es merkt nur keiner, weil niemand weiß, wer dahinter steckt und es wird auch niemandem auffallen, ob wir jetzt über dieses probiotische Joghurt berichten oder nicht. Wir haben nämlich kritisch berichtet, das ist aber 20 Jahre her und die haben uns gedroht mit einem gesamten Werbeausfall für ein Jahr. Da kann der Wave nicht mit. Und das muss man sich irgendwann einmal anschauen, wie stark gibt es da Erpressungen. Das wollte ich jetzt einmal einfach nur dazwischen werfen. Es ist nicht immer nur die böse Politik. Aber der ORF ist doch öffentlich finanziert. Ja. Das ist der große Unterschied zu den privaten. Ein Drittel. Zwei Drittel. Ja, aber das reicht doch. Ja. Nein, ein Drittel ist Wirtschaft. Nein, die Gebühren. Moment. Wir sind nicht die ARD und ZDF, die haben über 90% Gebühren. Ich würde sagen, geben Sie mir das Drittel, ich bin hochdankbar. Gut, konkret noch auf die Frage, was soll man tun? Ja, ich glaube, an dieser Stelle ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Sie gerade in den letzten Jahren die Parameter massiv verschoben haben. Was bis vor wenigen Jahren noch eine ganz klare Links-Rechts-Aufteilung war. Und weil du zuerst gesagt hast, ganz egal wer an der Regierung war, sie haben alle interveniert. Ja, das stimmt, interveniert haben sie alle. Nur in der Berichterstattung sind sie trotzdem nicht gleich durchgekommen. Das ist schon ein Faktum. Aber interessanterweise haben wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren ja gemerkt, dass Links-Rechts jetzt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Bei Corona war das völlig wurscht. Es rätseln ja bis heute alle, dass der Großteil der Linksintellektuellen seit zweieinhalb Jahren mit Grundrechten nichts mehr im Hut hat. Interessant, nicht? Und weil du angesprochen hast, den Dieselskandal, ja, diese Geschichten aus der Wirtschaft gibt es, hat es immer gegeben.
Ich frage mich, was ist denn seit ein paar Jahren los? Infolge des Dieselskandals trauen sich nämlich die großen und größten Autokonzerne nicht mehr klar denken oder zumindest nicht öffentlich sagen, was sie klar denken. Und der Wahnsinn mit Elektroautos wird wie eine Religion seit Jahren vor uns hergebetet. Was ist denn da passiert? Ja. Jeden Tag wird verkündet von 99% der Medien, wie toll Elektroautos sind. Ich schaue mal gerade bei ORF1, aber wieder eine Redakteurin ist mit drei Leuten. Wir machen einen Test mit dem Elektroauto von der Obere Adria. So einen Schwachsinn. Ja. 10 Stunden haben es gebraucht bis Legnano. Ja. Aber es ist trotzdem so toll, weil wir waren so umweltfreundlich und es wird nicht darüber geredet, dass in Südamerika ganze Landstriche schon durch den Lithiumabbau kaputt gemacht worden sind und weiter kaputt gemacht werden, dass das Kobold, wie die deutsche Außenministerin sagt, durch Koboldabbau Kinderarbeit im Kongo und. Aber das ist alles super. Da sind wir auf alle klar, alle super und politisch korrekt und umweltfreundlich. So ein Schwachsinn. Ich kann leider keine Reklame für ein Buch machen, aber für meinen Vortrag morgen. Und ich glaube, anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe, dass es im Kopf anfängt, jedenfalls in Deutschland haben wir das Problem, was eine Kollegin von der Süddeutschen Zeitung nannte, die freiwillige Gleichschaltung der Journalisten. Das ist ein vergifteter Begriff, weil die Gleichschaltung war ein Begriff von Josef Goebbels, der sich natürlich mit KZ und Gestapo durchgesetzt hat. Riveline Roll, ich zitiere sie im Rang, ist es nicht mir zuschaltbar, eine freiwillige Gleichschaltung ist noch viel wirksamer, weil gegen eine erzwungene Gleichschaltung kann man sich nämlich wehren. Und viele Leute wehren sich gegen etwas, was man ihnen mit Zwang überstülpt. Aber wenn sie es aus Überzeugung machen, dann gibt es kein Halten mehr. Nun sage ich da nichts zu Österreich, aber zu Deutschland ist es so, dass wir halt diese Gleichförmigkeit der Berichterstattung haben, weil die Journalisten gleichförmig denken und sich ständig gegenseitig bestätigen. Und das ist das Problem, dagegen kommst du auch mit viel Geld nicht mehr an. Das erlebt man bei Diesel, das erlebt man bei Kernkraft. Ja? Also ich meine, das ist ja keine Debatte mehr, die wir führen können. Ja? Man muss diesen Wahnsinn einmal anstellen. Wir haben keinen Strom, aber stellen die letzten Kraftwerke ab. Ja? Wir haben in Deutschland Fracking verboten, aber importieren Fracking-Gas aus den USA. Wir haben in Deutschland verboten, dass man CO2 in den Boden steckt. Wir bauen jetzt eine Pipeline von insgesamt 1000 Kilometern nach Norwegen, weil dem Norweger, dem können wir es unter den Teppich drucken. Mit anderen Worten, wir sind eine hochschizophrene Gesellschaft, die hochverlogen in ihren Medien sich ständig sagt, aber wir sind Öko. Mhm. Zur nächsten Frage aus dem Publikum. Jetzt nehme ich in dem Fall bitte da in der Mitte. Kurz dazu sagen, wer Sie sind, bitte, und Frage. Gut. Armin Elbs, ich war der Querdenkenleiter Österreich und ich möchte hier eine Frage stellen, die eine andere Qualität hat hinsichtlich Unabhängigkeit. Und Herr Tichy hat schon einen Input gegeben in diese Richtung, nämlich Gleichschaltung oder Gleichförmigkeit der Journalisten. Und zwar 1. August 2020, Berlin. Nach dieser Demo bin ich ins Hotel zurück, habe mir gedacht, okay, ich bin Österreicher, schau mal ORF, was berichtet wird. Irgendwas von 18.000 Demonstranten. Ich als Einblickleser bin gleich zu Tichys Einblick, habe mir gedacht, okay, was gibt es da zu finden? Am nächsten Tag bin ich mit dem ersten Artikel fündig geworden. Und auch dieser hat enttäuscht. Erst mit dem zweiten Artikel habe ich dann ein Zurechtrücken gesehen, also diese Ereignisse, die stattgefunden haben mit so vielen Leuten. Jetzt frage ich als Podiumsdiskussionsfrage, Unabhängigkeit in der Informationsbeschaffung, wie steht es um die? Weil es kann nicht sein, dass ein ORF, der in Berlin garantiert präsent ist, aber auch Tichys Einblick, die sich auch in dieser Stadt genug Informanten, sage ich mal, haben, Korrespondenten, was immer auch, das übersehen. Sitzen links von Ihnen. Gut, das übersieht, was tatsächlich dort gelaufen ist, mit wie vielen Leuten und dergleichen, dass man dann vor allem im Mainstream
mit dieser Zahl weiter operiert hat und Richtung Rechtsruck in der Berichterstattung. Also für mich ist da die Frage eben, wie unabhängig sind die Medien hinsichtlich der Informationsbeschaffung? Wie können Medienhäuser mit ihren Redakteuren, mit ihren Journalisten, die zuarbeiten, auch so eine Unabhängigkeit aufstellen? Sie haben die Zahl 18.000 genannt. Und was wurde dann später berichtet? Also wie viel waren es aus Ihrer Sicht? Oder ja, ich meine, ich habe auch Polizeifunk gehört. Also ich war ja auf der Bühne oben. Ich habe dann auch bei diesem Buskurs, der stattfinden hätte sollen, von Alexander Ehrlich mitgehört. Also da waren schon einige hunderttausend Leute da. Also ich habe verschiedene Funksprüche gehört und Kommentare von Einsatzleitungsorganen. Und da waren einfach ganz andere Dimensionen. Also okay. Mit Faktor 10 manchmal mindestens anfangen nach oben, oder? Frage an wen gerichtet? Ja, an alle. Und zwar Unabhängigkeit. Wie sehen Sie die Unabhängigkeit in der Informationsbeschaffung? Weil solche Dinge sollten nicht passieren. Also nehmen wir das Beispiel. Also 18.000 wurde von fast allen Medien damals, glaube ich, übernommen, oder? Genau. Und offenbar waren es objektiv gesehen. Genau, wie kann das passieren, dass Medien aller Ausrichtungen und... Ja. und okay. Mit jedem bitte Ethos, ein bisschen kürzere Antworten inzwischen, weil wir schon ein bisschen auf die Uhr schauen. Also von Berlin, da kann ich leider nicht mitreden. Da haben wir vermutlich die Agenturmeldungen auch übernommen. Ich weiß es von Wien, von den Demonstrationen. Und das war für uns eigentlich dramatisch erschütternd, dass die Polizei oft andere korrekte Angaben gemacht hat. Weil die machen das ganz einfach. Die fliegen mit dem Hubschrauber drüber und machen dann Erzählung. Und das ist dann relativ genau und dann haben wir immer dann auch die APA-Meldungen, also der Austria Presseagentur, die sich so offiziös gibt und total ungefärbt und neutral und seriös. Und das hat sich dann immer dann um 20.000, 30.000 Personen unterschieden, also nach unten. Weil man nicht wollte offenbar, und das haben wir bei einem großen Thema eigentlich, dass sich manche Medien, und da muss ich jetzt den ORF kritisch beurteilen, sich als neutral und offiziell als staatstragend geben, obwohl sie es überhaupt nicht sind manchmal. Ja, also die sind Meinungsmacher genauso, und da sind wir bei einem Thema, eins sage ich nur dazu, ich muss ganz ehrlich sagen, mich kotzt das jedes Mal an bei der Zeit im Bild jetzt mittlerweile, das ist offenbar ein vorauseilender Gehorsam von den Redakteuren, jeden Tag, egal ob in China eine Schlammlawine runtergeht oder in Australien ein Bergrutsch ist oder in den USA ein Waldbrand ist, es ist immer die Klimakatastrophe. Das ist zum Kotzen. Ja. Da werden die Leute manipuliert, da wird das Gehirn offenbar weich gemacht, dass man da genau das, diese Stimmung erzeugt. Und da gebe ich Ihnen recht, da muss man mal eingreifen. Und muss man mal an den Verantwortlichen auch, gibt es einen Generaldirektor, und mal sagen, so geht das nicht. Also so kann man nicht weitermachen. Okay, jetzt hat der Hans Bürger natürlich nicht persönlich die Berichterstattung gemacht bei diesem Ereignis, aber ORF wurde jetzt quasi direkt angesprochen und Sichtweise des ORF dazu, oder das sind ja eigentlich auch Vorwürfe. Also ich war nie Chronikjournalist, aber ich weiß, dass bei uns schon eigentlich die Polizeizahlen genannt werden. Aber seit einigen Jahren wird eigentlich beides genannt. Jetzt nehme ich aber mal ein anderes Beispiel, den 1. Mai. Also laut SPÖ waren es, glaube ich, 100.000 und laut Polizei 5.000. Und soweit ich weiß und soweit ich es halt verfolge, versuchen wir jetzt immer beide Zahlen zu nennen. Laut Veranstalter waren so viel und laut Polizei so viel. Dass wir unter die Polizeizahlen gehen bei solchen Demos, das habe ich nicht mitgekriegt. Also, ja, weiß ich nicht. Gut. Ich habe es schon mitgekriegt. Zum einen auch, weil sich das auch in den vergangenen Jahren geändert hat. Man hat sich früher, wie ich meine, doch meistens auf die Zahlen der Polizei verlassen können, in den letzten zweieinhalb Jahren bei den Demos nicht mehr. Ich weiß das definitiv auch, weil sie ja auch in der Exekutive, die halten sie zwar sehr bedeckt, weil sie natürlich Repressalien befürchten, aber in der Exekutive gibt es ja mittlerweile auch 5.000 oder 10.000 kritische Polizeibeamte und ich weiß von denen, dass bei den Wiener Demos die Zahlen massiv manipuliert wurden, auch. Und ich habe ja gesagt, bitte gebt doch die,
die Bänder von den Hubschraubern aus. Es war ja Flugverbot für private Hubschrauber, es durfte nur Innenministeriumshubschrauber fliegen. Ich habe gesagt, gebt uns doch die Bänder. Nein, die geben wir nicht her. Also bei dieser einen Demo in Wien, wo es ja diese Zeitrafferbilder gegeben hat, wo offiziell zuerst von 15.000, 20.000 die Rede war, dann glaube ich so 25.000, 30.000, laut Hubschrauberbildern waren es definitiv über 100.000 Leute. Das sind aber die offiziellen Zahlen der Polizei, waren ganz anders. Und zum anderen, ich habe auch bei uns im Unternehmen, gerade in den vergangenen 2,5 Jahren, ständig Diskussionen, gerade mit den jungen Kollegen bei den Nachrichten. Interessanterweise, wir sind ja der einzige Sender, der nicht in Wien ist, haben aber natürlich eine Wiener Redaktion und wir wissen, dass unsere jungen Kollegen von den Nachrichten in den vergangenen Monaten massiv von den Kollegen der meisten anderen Medien immer wieder unter Druck sitzt und blöd angeredet worden sind, von der Politik sowieso. Was bleibst du da bei dem Schwurbelsender und das geht doch nicht und die manipuliert es alles. Und umgekehrt, bei uns ist es nicht so, dass ich als Intendant sage, es gibt eine Wahrheit, die müsst ihr alle verbreiten, aber es ist Wochen, Monate, fast jetzt schon jahrelange Diskussionen. Du kannst nur Überzeugungsarbeit leisten. Wir sind oft außerdurch Abende beieinander gesessen und haben diskutiert mit den Kollegen, gerade auch bei den News. Und natürlich ist man abhängig von den Agenturen in Österreich oder APA, international von Agenturen wie Reuters. Jetzt begebe ich mich auf gefährliches Terrain, weil jetzt wir Verschwörungstheoretiker, wo man natürlich weiß, wie Reuters mittlerweile aufgestellt ist, wer dort im Aufsichtsrat sitzt, dann darf man sich nicht wundern, wie auch Agenturmeldungen zustande kommen. Zahlen bei Demonstrationen sind ganz schwer. Nach meiner Erfahrung kann man bis zu ungefähr 1000 Leute einigermaßen selbstkorrekt abschätzen. Danach verlassen sie dich, weil du gar nicht weißt, in wie vielen Nebenstraßen sich so ein Trupp verlängert oder auch nicht verlängert. Deswegen gibt es nur eine einzige Möglichkeit, die Zahlen der Polizei und die Zahlen der Veranstalter, wobei beide in der Regel nicht mehr stimmen. Die Zahlen der Polizei stimmen nicht mehr, weil jedenfalls in Deutschland die Polizei zunehmend politisiert wird. Das ist wahrscheinlich eine gemeinsame Erfahrung. Das hat man auch in anderen Prozessen entdeckt in der Auseinandersetzung. Also die Brutalität, mit der die Polizei einmal hochgefährliche 87-jährige Mütter an die Wand drückt oder auf den Boden schmeißt, ist schon beeindruckend. Ich glaube aber auch nicht die Zahlen der Veranstalter, denn der Veranstalter lebt davon, dass er siegt. Also Journalismus ist eben nicht irgendeines Vertreters Freund zu sein, sondern du stehst immer zwischen den Dingen und du kannst es eigentlich nicht richtig machen und dann hast du es richtig gemacht. So. Ich erlaube mir hier dann noch eine Zusatzfrage zu stellen und die hat nichts mit Zahlen zu tun, die geht einfach um Anwesenheit oder Nichtanwesenheit. Wie kann es sein, dass Robert F. Kennedy am 29. August von allen Medien bis auf Russia Today im deutschen Sprachraum als anwesender Redner übersehen worden ist? Gibt es eine Verpflichtung, über Robert Kennedy zu schreiben? Nein, das gibt es nicht. Aber wenn man über eine derartige Veranstaltung, berichtet, dann ist das, denke ich, auch ein Punkt, der außerordentlich ist und Außerordentliches sollte man berichten. So, noch Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum, da ganz hinten war relativ früher Wortmeldung und dann gehen wir so durch, ja. Entschuldigung, das, ja, okay. Gehen wir zuerst ganz nach hinten, bitte. Ja, super, Franziska. Ja, ja, ich möchte es nicht stehen lassen, weil auch wenn es bequem wäre, Robert Kennedy, weiß nicht, wo er aufgetreten ist, es gibt keine Berichtspflicht für jedes Mitglied eines reichen amerikanischen Clans. Lass mal so stehen. Frage ganz hinten, bitte. Ja. Mein Name ist Van Donsteen und ich bin nicht Holländer. Aber ich gucke mich jeden Tag ORF-Nachrichten an als Witwer von einer Österreicherin. Ich gucke mich jeden Tag ZDF-Nachrichten an, gucke mich jeden Tag BBC-Nachrichten an, CNBC und Schweiz. Und meines Erachtens ist die objektive Berichtgebung von der ORF
viel, viel objektiver als die vom ZDF. Ich sehe zum Beispiel, dass der Herr Bürger und seine Kollegen, ob sie es der Herr Kunz oder der Strache einladen, aber richtig grillieren, bis es zum Punkt kommt. Sowohl Oppositionsparteien als den. Was ich sehe bei ZDF, ist, dass die konstant die Regierungspartei vertreten. Wenn der Herr Tichy sagt, dass das Budget von 8 Milliarden, der Intendant von ZDF, wie ich es verstehe, der wird gewählt unter Vorstand oder Aufsichtsrat von etwa 180 Vereinen und die unterstützen indirekt diese Kultur, dass nicht kritisch Politiker oder Interessen hinterfragt werden. Das bedeutet meines Erachtens, dass die Bevölkerung in Deutschland das völlig unterstützt. Und das beste Beispiel, das ich sehe, wo man meines Erachtens die Bürger über den Tisch zieht und wo angeblich nur Leute, die gebildet sind und intellektuell nachdenken und ihre Zeit damit passieren, dass das wichtig ist, um unsere demokratischen Freiheitsrechte langfristig zu supporten, ist das Beispiel, dass in der Politbarometer, der unter jede 4 Wochen auf ZDF ist, bis 15. Februar kam die meistgeliebte Politiker in Deutschland. Und Frau Merkel war bis 15. Februar immer dabei, obwohl sie schon 3 Monate nicht mehr im Amt war. Um sie zu feiern, um sie als beste Politikerin in den letzten 15 Jahren von ganz Europa Namen zu geben. Okay, danke. Danke für die Wortmeldung. Oder ist noch was ganz Wichtiges, weil wir schauen schon ein bisschen auf die Uhr. Nein, ich wollte nur zum Schluss machen. Ich habe eine Frage an dich gestellt, oder mein Statement. Ja. So, dann kommt der Russlandkrieg und plötzlich die Woche nachher, wo Leute schon gesagt haben, was ist die noch drin, ist sie raus. Indem natürlich alle erwartet haben nach dem Russlandkrieg, dass sie direkt oder indirekt, gewusst oder nicht gewusst, Putin unterstützt und mit groß gemacht hat, dass wahrscheinlich ihre Umfragen werden ganz in tief gefallen wäre in den Ding. Das ist für mich ein Beispiel. Und bei Markus Lanz ist das Gleiche. Früher nichts schlecht über Merkel, jetzt sind konstant Bashing über was Merkel als falsch gemacht hat. Danke. Okay, gut, danke für dieses Statement. Denn Wortmeldungen gibt es ein paar, jetzt würde ich die Dame dort. Dich in seiner Kommentar. Ja, jetzt würde ich die Dame dort bitten, in dem Fall vielleicht, ja, Sie kurz aufstehen, auch ein bisschen ein Satz, wer Sie sind und zu Ihrem Hintergrund und eine Frage oder Statement. Schönen Abend, ich bin Andrea Mayer, ich war selbst auch Journalistin. Moment, es gibt noch ein Mikrofon dazu. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Andrea Mayhofer. Ich war selbst rund 15 Jahre lang Journalistin und bin nach wie vor auch in diesem Bereich tätig, also im Kommunikationsbereich. Mir wäre einfach wichtig, auch für den Nachwuchs hier, wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma heraus? Es ist eine Tatsache, es gibt keinen unabhängigen Journalismus. Kritischer Journalismus ist sehr schwierig, weil hier eben oft die Chefredakteure, es ist hier wirklich viel politische Besetzung. Man muss schauen, wer sitzt im Stiftungsrat, wer sind die Hintermänner, wer sind die Geldgeber der Medienhäuser und die Interessen. Wie kann man es schaffen, wirklich, dass man sich trauen kann, ein kritischer Journalist zu sein? Man kommt ja oft gar nicht drüber, wenn man jetzt Ideen hat, das wird ja gar nicht genommen, weil der Chefredakteur sagt nein. Wie können wir das schaffen, dass man wirklich in Zukunft einen ordentlichen, anständigen Journalismus mit dem Erdenkodex, wie es vielleicht früher war oder hat es das jemals gegeben, wieder schaffen? Das wäre mir echt ein Anliegen, weil da sind wir echt in einem Dilemma. Danke für das Statement. Ich würde gleich was sagen, weil sonst wäre die nächste Frage. Aber ganz kurz darauf replizieren, ja, gerne. Ganz kurz dazu, also ich muss Ihnen da widersprechen, natürlich gibt es den kritischen und unabhängigen Journalismus. Also auch in großen Medienhäusern, auch beim ORF, es ist schon personenabhängig, ob sich wer das traut oder auch nicht traut. Ja? Und es werden Skandale wie Krankenhaus Nord oder jetzt der Wienenergieskandal oder auch Lainz nie aufgedeckt worden, wenn es nicht kritische Journalisten gegeben hätte. Und das muss man nochmals betonen, es gibt auch diese Unabhängigkeit. Man muss sich halt nur durchsetzen und nur trauen, da bin ich beim Herrn Tichy, der das heute schon einmal gesagt hat. Man hat dann auch Probleme, ich habe es auch am eigenen Leib gespürt, wenn man zu kritisch ist, kann das natürlich mit gewissen Unannehmlichkeiten enden. Man muss halt dann auch versuchen, so wie es wir jetzt machen mit dem Express,
dass man halt ein neues Medium aufbaut, dass das auch wirklich jeden Tag lebt. Danke. Okay, danke für dieses Statement. Der Frage aus der allerletzten Reihe, bitte, ja, Franziska. Guten Abend. Mein Name ist Jürgen Reinig, und bin inzwischen relativer Kritiker, also nicht Befürworter, nicht Gegner, sondern Kritiker. Und möchte da gerade überleiten zum ORF, weil Sie vorher einen anderen Kanal angesprochen haben, dass der ehemalige Fahrer auf dem Behindertenparkplatz geparkt hat. Und das war eine Story, ja. Um das heute ganz aktuell zu bringen, Hofburgwahl, Pause für Van der Bellen nach Wanderunfall. Ja, das ist ja Headline wert. Also da muss ich schon sagen, ORF, Berichterstattung, unglaublich. Wir hatten am 29.07. 8 Bundespräsidentenkandidaten live, 3 per Zoom, einen per Video und einen per Brief in Hart. Der ORF Wien hat das Landesstudio Vorarlberg gebeten, dort aufzunehmen. Gekommen ist niemand. Servus TV war da und Reit TV. Also nochmals, ORF für mich einer der schlechtesten Sender. Sorry, ich so. Weitere Fragen, ja. Ich hätte eine Frage, und zwar jetzt ist da anknüpfend, wie sucht ihr die Themen aus? Also ich denke, das ist auch entscheidend, über was berichtet man, was ist berichtenswert? Wie sucht man die Themen aus? Die Frage war von Dominik Schatzmann gestellt, vom Stiftungsvorstand. Ich muss um ein bisschen kürzere Antworten bitten, weil wir eigentlich schon ein bisschen überzogen haben und alle schon hungrig und durstig sind. Nachher gibt es ja ein feines Buffet draußen und ein bisschen was zu trinken. Kurze Antworten bitte. Ist der Versuch, die Relevanz eines Themas zu erkennen, da kann man richtig liegen und manchmal falsch. Ich möchte aber lieber auf die Frau Meyerhofer antworten, habe ich es richtig verstanden? Ich glaube schon, dass es noch so Medien gibt, notfalls muss man es eben auch selber machen. Ich meine, ich habe diesen Laden auch gegründet. Wir haben in Deutschland leider das Problem, dass der öffentlich-rechtliche Sektor wirklich verrottet ist. Die Berichterstattung ist ja offenkundig, ich kann das jetzt nicht ausführen. Über Österreich kann ich an der Stelle nichts sagen, kenne ich die Struktur des ORF zu wenig. Für Deutschland kann ich sagen, das ZDF und die ARD-Sender sind reine Regierungssender, sind keine Staatssender mehr, sind Regierungssender geworden. Ob es uns gelingt, das nochmal zu reformieren, weiß ich nicht. Jetzt kann man sich aber auch hinstellen und kann ganz depressiv sein und dann schmeckt das Schnitzel auch nicht mehr. Wir haben ja letzte Woche so einen interessanten Fall gehabt. Da ist plötzlich ein Thema hochgekommen, das scheinbar diese Kleinigkeiten mit dem Falschparken, sagen wir mal, auch spiegelt. Der Kanzler und sein Wirtschaftsminister sind nach Kanada geflogen mit vielen Journalisten an Bord. Und dann gab es ein wunderschönes Foto, dass die da alle in dem Flieger sitzen und keine Masken haben. In einer Woche, in der aber für deutsche Flugzeuge Maskenpflicht hin und her eingeführt wurde, warum eigentlich nicht für Lufthansa Airbus, aber für einen Lufthansa Airbus Maske, für einen Bundeswehr Airbus keine Maske. Hochgekommen ist das Thema, weil ein Journalist, der ein Einzelkämpfer ist, auf Twitter, Argo Nerd heißt er, dieses Foto publiziert hat und die Frage gestellt hat, wie kann das sein? Und plötzlich ist dieses Thema explodiert. Und es geht jetzt nicht darum, ob jemand da Masken hat oder nicht, sondern es ist diese Verlogenheit, die da deutlich wurde, nämlich wir da oben brauchen keine Maske. Und zweitens ist eben auch mitgekommen, die Kumpanei der Journalisten mit den Regierenden. Also beide Faktoren. Und das Schreckliche war, dass sich kaum jemand von den Journalisten gewissermaßen von sich selber distanziert hat.
Aber das ist ein Zeichen dafür, dass eben Meinungsfreiheit noch funktioniert über einen anderen Kanal. Aber er funktioniert und er hat dazu beigetragen, dass die Mainstream-Medien in Deutschland weiter sich selbst delegitimiert haben. Und zwar auf eine dramatische, bildhafte Weise. Jetzt kann man sagen, naja, ob 50 Hanseln mit oder ohne Masken fliegen, ist wurscht. Nein, ist ein Symbol, das deren Denken offenbart. Ja, auch zu diesem Thema noch. Ich glaube, dass es ist wirklich ein wichtiges Thema und es wird auch in den vergangenen Jahren noch erschwert. Nicht nur, dass es diesen Vorausgehorsam und diesen Druck, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den großen Medien gibt, sondern dass wir derzeit eine Entwicklung haben, dass eigentlich die journalistischen Grundtugenden, wie wir sie gelernt haben, ja, das klassische Hinterfragen, ist bei den wichtigen großen Themen von extrem vielen Medien, aber von vielen Journalisten, die es nachbeten, ins Gegenteil verkehrt. Was ich damit meine, jeder, der die Regierungslinie und die Regierungsmaßnahmen bei Corona hinterfragt hat, war tagsfrei ein Corona-Leugner. Auch wenn er gar nicht gesagt hat, das Virus gibt es nicht, er war ein Corona-Leugner. Jeder, der kritisch hinterfragt, dass nicht jedes Unwetter dort menschengemachte Klimawandel schuld ist, ist ein Klimaleugner. Jeder, der nicht die NATO-USA-Propaganda seit einem halben Jahr nachbetet, ist ein Putin-Versteher. Also da wird öffentlicher derartiger Druck erzeugt, das ist unfassbar. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade auch in unserer Branche, dass wir wieder zu diesen Grundtugenden zurückkommen und das Hinterfragen eben eine Tugend ist und eine Voraussetzung für jeden Journalisten. Ein Wort zum Ferdinand, ich sehe es ja noch schlimmer. Die Brille ist auch dicker. Ja, weil du bist ja nicht nur Putin-Versteher, wenn du eine andere Perspektive mal beleuchtest oder wenn du Corona-Maßnahmen wie 2 Meter Abstand im Freien hinterfragst, du bist ja auch ein Nazi. Ja. Du bist ja die Nazi-Keule und jetzt sogar schon wird schon vorbereitet, wenn du im Winter Hunger hast und demonstrierst, da bist du auch ein Nazi. Ja? Also, aber in Österreich ist es doch gar nicht so schlimm, Richard. Stimmt, wir leben schon lange damit. Ja. Also, aber noch einmal zu Ihnen zurückzukommen, eine Dimension haben wir hier vergessen, die dramatisch an Problemen uns täglich bereitet, das ist Social Media und vor allem Facebook, die ein Überregime derzeit aufbauen an Meinungsmache und Meinungsdiktatur. Wir haben das, um ein Beispiel noch ganz kurz zu erwähnen, ich weiß nicht, wir haben schon überzogen, wir haben als eine der ersten Medien darüber berichtet, dass im Lebenslauf der verhaltensoriginellen Außenministerin der Deutschen so einiges nicht stimmt. Ja? Wir haben einen Bericht gebracht, 2 Berichte, den Stefan Weber, den Bert Jatzeger dazu interviewt. Es hat sich dann alles bestätigt. Facebook hat entschieden, das ist Fake News. Obwohl die Grünen selbst in Deutschland gesagt haben, ja, das stimmt und auch den Lebenslauf dann korrigiert haben von der Dame. Und da sind wir jetzt schon ganz weit in einer Diktatur der Meinung und die können wir momentan überhaupt nicht durchbrechen, weil es gibt nicht einmal einen Ansprechpartner für uns in Österreich. Da gibt es einen Herrn in der Schweiz, der irgendwie zuständig sein soll, der telefonisch nicht erreichbar ist. Ja. Danke. Jetzt war da noch eine Frage, aber eigentlich nicht der Herr, der das Mikro in der Hand hat. Davor war noch die Dame direkt vor Ihnen. Oh ja, es kommen beide noch dran. Wir sind eh schon über der Zeit. Jetzt machen wir gerade weiter. Jetzt machen wir gerade noch kurz weiter, wenn es ganz so spannend ist. Ja. Mein Name ist Sharon Dagwerke, ich bin Ärztin. Ich gehöre zu den 2% kritischen Stimmen. Jetzt möchte ich ganz kurz vor allem den Herrn Bürger ansprechen, weil er gemeint hat, es sind 98%, die einer Meinung sind und 2%, die gegenläufiger Meinung sind. Und ob ihm bewusst ist, wie das zustande kommt. Also ich habe im Dezember gewagt, meine kritische Stimme zu äußern und zu veröffentlichen. Habe daraufhin ein Disziplinarverfahren bekommen und 3 Anzeigen. Ich wurde in den Mainstream-Medien verunglimpft, auch bildlich mein Bild wurde veröffentlicht. Ohne dass ich dass ich dafür gestimmt habe.
Meine Familie wurde zerstört. Ja, das passiert momentan vielen meiner Kollegen. Und ja, jetzt möchte ich wissen, ob Ihnen das bewusst ist. Danke. Herr Thalberger, eine Ärztin, glaube ich. Eine Ärztin, die öffentlich Kritik geäußert hat an dem, was da an Maßnahmen und so weiter passiert, mit ganz schweren Folgen. Entschuldigung, darf ich nur eins sagen? Und zwar, mein Disziplinarverfahren hat gezeigt, dass ich nur die Wahrheit, also wissenschaftliche Studien zitiert habe und Zahlen zitiert habe, die wirklich nachweisbar sind. Danke. Ja. Also die Frage, ich glaube, in die Richtung, sind es wirklich nur 2% oder sind es nur deswegen 2%, weil wenn man sich äußert, kann das passieren und deswegen entsteht der Eindruck, es sind 98% anderer Meinung. Also ich habe ja diese 98% nicht geboren. Ich habe nur gesagt, dass über diese 98% bei uns im Haus seit 2,5 Jahren intensiv diskutiert wird, ob das stimmt. Es ist nicht von mir erfunden worden, sondern die Wissenschaftsredaktion beruft sich natürlich immer wieder bei allem, es geht jetzt nicht nur um Corona, sondern eben auch um Klimaberichterstattung, auf die wissenschaftlich vorherrschende Meinung. So. Und wenn die, nein, ich sag's also, ich bin ja nicht einmal in der Wissenschaft tätig, also ich bin wirklich der falsche Ansprechpartner. Wenn Ihnen das passiert ist, das ist furchtbar, ja, aber ich habe nur gesagt, dass es bei uns diese Diskussionen gibt, diese heftigen, ja, aber ich bin wirklich nicht verantwortlich dafür, wenn kritische Stimmen nicht gehört werden. Also das. Darf ich nur eine Kleinigkeit erwähnen, und zwar das nationale Impfgremium, die alle zitieren. Ja. Die sind zum Teil, also von wegen Unabhängigkeit, die sind zum Teil politisch tätig und die sind alle auf der Gehaltsliste von Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Das war auch schon in Mainstream-Medien. Also nur so viel zur Unabhängigkeit. Ja. Man muss schon schauen, wo die 98% herkommen. Die 98% ist eine Studie aus der Klimadebatte, dass angeblich 98% der Wissenschaftler das 2%-Ziel bestätigen und den menschengemachten Klimawandel dafür verantwortlich machen. Diese Studie ist jetzt wirklich 100.000-mal widerlegt worden. Empfehle dazu, wenn es jemanden interessiert, Fritz Fahrenhold, Unerwünschte Wahrheiten, ein Buch, das sehr detailliert solche Sachen, solche Mythen aufarbeitet. Es ist auch völlig egal, ob es jetzt 98% oder 97% waren, wenn man fair ist, dann wahrscheinlich von den relevanten Wissenschaftlern 60% für dieses Klimathema und 40% dagegen, aber man kann Wissenschaft nicht mit Prozentzahlen entscheiden, sondern man muss sagen, es gibt offensichtlich eine Opposition dazu, aber sie wird nicht mehr gehört. Und jetzt kommt der entscheidende Sprung. Dieses Narrativ, das in der Klimawissenschaft Verheerung angerichtet hat, hat man auf die Corona übertragen. Es gibt keine Studie in diesem Bereich der medizinischen Wissenschaft, die sowas ausgezählt hatte, kann es auch gar nicht geben. Es gibt relevante Stimmen dafür und es gibt relevante Stimmen dagegen und das Gewicht verschiebt sich gerade sehr deutlich, weil man sieht, dass die, aber ich sage jetzt keine Zahl, aber zu sagen, es sind 98% und deswegen kommt man dran nicht vorbei, ist purer, widerlegter, nachgewiesener Nonsens. Es ist ja auch schön, als Journalistin in einem Land zu arbeiten, wo ein Presseclub Concordia, also eine Interessensvertretung für Journalisten, die Medienkontrollbehörde auffordert, gegen einen Journalisten oder einen Sender vorzugehen, der Sachen hinterfragt. Ja, wo kommen wir denn da? Lassen wir so stehen. gut, jetzt nehmen wir mal die letzte Wortmeldung oder Frage und dann kommen wir langsam zum Schluss, weil der Hunger und der Durst ist genug. Kurz zu machen. Herr Bürger, also erstmal finde ich es gut, dass Sie in dieser Runde sitzen. Ich komme aus Deutschland, mir würde von ARD und ZDF kein Journalist einfallen, der sich in so eine Runde setzen würde. Hallo. Wirklich,
Beim Punkt meiner Frage wäre, vielleicht haben es einige mitgekriegt, der deutsche Öffentlich-Rechtliche ist laut Selbstdiagnose aktuell in seiner schwersten politischen, in seiner schwersten Vertrauenskrise. Mhm. Fall Schlesinger, die Hunderttausende an Gebührengeldern ja, verfressen hat. Und was jetzt heute rauskommt, schriftlich bestätigt vom Stern heute, beim NDR berichten Journalisten von Maulkörben, man dürfe, Berichterstattung werde gesteuert und unterdrückt. Und ja, der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland stellt selbst fest, schwerste Vertrauenskrise, die Umfragen bestätigen das, wurde hier auch zitiert. Einfach Frage in die Runde, wie das bewertet wird und ja, ob die Kollegen aus Deutschland da wieder rauskommen. Okay, ich bitte um kurze Antworten und vielleicht Deutschland, Österreich, Parallele. Naja, ich bin da immer sehr vorsichtig, was also die NDR diese Debatte erwähnt haben. Ich habe das auch mitverfolgt und habe mir gedacht, na, da könnte aber auch der eine oder andere über unsere Redaktion sagen, boah, das hat der Schmidt wieder verhindert. Naja, es gibt schon einen Chefredakteur, der sagt, das ist plausibel, ist das recherchiert, ist das wirklich wahr, haben wir da einen Beleg dafür, ist das doppelt gecheckt, und wenn der Kollege dann sagt, na eigentlich nicht, dann erscheint es nicht. Ja? Wenn der dann 3 Jahre später oder 2 Jahre sagt, boah, das habe ich nicht schreiben dürfen, wir müssen da schon einmal beide Seiten hören. Ja? Da bin ich immer sehr vorsichtig bei anonymen, und das war bei NDR so, anonymen Wortmeldungen, wo sich die nicht einmal dann getraut haben, auf offener Bühne zu sagen, das war an dem Tag um die Uhrzeit dieses Thema, was ich nicht bringen konnte. Also das müssen wir mal schon klarlegen. Und das Zweite ist natürlich, dass es diese Politik, der, da waren wir schon mal halt beim vorauseilenden Gehorsam, schon gibt. Auch sind wir auch bei diesen 98%, die dann immer vorgebetet werden, und das ist halt so und das war immer so und das wird immer so sein. Und da ist eben unsere Aufgabe, dass man sich dagegen stellt. Der Servus TV macht das, wir machen das, der Herr Dichi macht es auch immer, vielleicht beim ORF machen es auch einige, vielleicht öfter. Also da sind wir, glaube ich, schon gefordert, dass wir das jeden Tag jetzt praktizieren und auch dann auch Widerstand erleben, aber das ist halt unser Job. Jetzt würde ich eigentlich schon bitten um eine Schlussrunde, Schlusswort. Gerne zuerst die Antwort noch auf direkt dazu und dann schon ein Schlusswort anhängen. Dann würde ich nämlich jetzt schon mit der Schlussrunde beginnen. Also, dass ich innerlich koche, sieht man nicht. Aber es, in den nächsten 15 Minuten würde man es sehen, ja, weil es ist echt für mich schwer, mich zurückzuhalten, weil ich zum Teil, ja, doch auch Meinungen hätte, die anders sind. Egal. Also es ist sehr, sehr schwierig jetzt. Ich gehe auf ein anderes Thema. Weil Sie gesagt haben, könnten wir zu einem unabhängigen Journalismus kommen. Welche zwei Berufsgruppen auf der Welt und vor allem auch in der westlichen zivilisierten Welt brauchen de facto nichts können? Nämlich gar nichts. Politiker und Journalist. Nein, es ist so. Also es gibt keine Verpflichtung, es gibt keine Hürden, es gibt keine verpflichtende Ausbildung für Politiker. Gut, das kann man noch argumentieren. Warum es allerdings keine verpflichtende Ausbildung für Journalisten gibt, verstehe ich seit 35 Jahren nicht, ist mir ein Rätsel. Ich muss leider auch ein Beispiel erzählen aus unserer gemeinsamen Zeit. Eine große österreichische Tageszeitung. Und da hat einmal in den 80er Jahren in der höchsten Krise der verstaatlichen Industrie einer das Betriebs- und das Bilanzergebnis verwechselt, der Voestalpine. Das war so eine kleine Differenz von 15 Millionen und 8 Milliarden Schilling damals. Das wurde dann falsch berichtet. Dann ich habe Volkswirtschaft studiert und habe da leise angeklopft und gefragt, sollte man das nicht korrigieren? Ja, bist du wahnsinnig? Natürlich nicht. Wir geben doch keine Fehler zu. Und was ich bis heute nicht verstehe, ist, dass vor allem bei Wirtschaftsjournalismus Leute am Werk sind, wo ich wirklich weiß, dass sie bestimmte Fachausdrücke nicht nur nicht kennen, sondern zum Teil noch nie gehört haben. Und da sind wir jetzt genau auch im Bereich der Wien-Energie-Berichterstattung, sage ich jetzt einmal. Wer von denen, die darüber berichten, weiß denn überhaupt, was Put-Optionen sind und dergleichen? Und da denke ich mir, ist es wahnsinnig unverantwortlich, jeden und jede Journalist werden zu lassen von dem,
halt irgendein Chefredakteur glaubt, na, der wird oder die wird schon können. Es gibt viele europäische Länder, wo es eine verpflichtende Journalistenausbildung gibt, und ich denke mir, dass ein Wirtschaftsjournalist sollte ein Wirtschaftsstudium haben oder zumindest im zweiten Abschnitt eine Spezialisierung. Warum es das nicht gibt, weiß ich nicht. Gut, danke. Machen wir weiter mit der Schlussrunde. Der Koch verzweifelt schon mit uns, weil wir viel später kommen als angekündigt. Also der ich hatte mit. War das in dem Fall schon das Schlusswort? Hans Bürger war Schlusswort, jetzt nehmen wir noch zwei. Nehmen wir noch zwei Schlussworte, außer es ist noch was ganz Einschlag. Einen einzigen Satz, ich wurde ja gar nicht eingeladen, das muss ich schon dazu sagen. Ja, eingeladen wurde mein Chef, der Herr Chefredakteur, und ich bin nur da, weil er abgesagt oder nicht konnte. Also das muss ich dazu sagen. Das hat Nein. Auch noch ein ganz dramatisches Schlusswort und dann gehen wir mit da weiter. Sonst war das ein starkes Schlusswort vorhin. Also kein Drama mehr von mir, ja? Also ich bedanke mich, dass ich eingeladen habe. Okay, gut. Dann bitte noch eine Schlussstellungnahme vom Herrn Wegscheider und nachher vom Herrn Dich. Ja, also umso mehr, wenn du gar nicht eingeladen bist, finde ich es gut, dass du da bist. Finde ich auch. Weil das war absehbar, dass du nicht leicht drum wirst. Ich stimme dir nur zum Teil zu, was die Ausbildung betrifft. Eine gute Ausbildung oder fundierte ist natürlich nie schlecht, aber ich glaube, dass das bei weitem nicht das größte Problem im Journalismus ist, weil wenn ich mir die Wissenschaftsredaktion bei euch und in manchen anderen Medien anschaut, nutzt das offenbar gar nichts. Ich glaube, dass die richtige Einstellung und das Leben der Grundprinzipien, der journalistischen Grundprinzipien, eben alles zu hinterfragen, sich nicht zu verhabern etc. um Klassen wichtiger ist. Und ich erlebe einfach sehr oft, dass Leute mir als Reaktion auf meinen Kommentar sagen, danke, dass du sagst, was wir uns alle denken. Und ich sage meistens zurück, ja, aber bitte sagt es auch. Es nutzt nicht, wenn es einer sagt. Es war einfach wichtig, und das war wichtig auch für alle Journalisten und Jungjournalisten, dass man einfach zu seinen Werten steht und sie dafür einmal prügeln lässt. Als er in der deutschen Nachkriegszeit, als der Journalismus schon mutig war, war ein großer Teil der Chefredakteure komischerweise früher die Karlois, Kapitänleutnants, U-Boot-Kapitäne. Scheint irgendwie ideale Ausbildung für Chefredakteure zu sein. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, wer so einen Wahnsinn überlebt hat, überlebt auch die Politik. Wir haben in Deutschland ein Problem, das ist das Zusammenspiel von Parteien und Journalisten. Ohne Medien gibt es keine Demokratie. Denn Demokratie braucht irgendein Forum, um Meinung zu bilden, deswegen braucht man Massenmedien, deswegen braucht man Journalisten. Wenn das alles freiwillig gleichgeschaltet ist, erleben wir so einen Mist wie in Deutschland, denn dass wir alle mit dieser Regierung geradezu verzweifelt sind, hat auch was damit zu tun, dass die Medien sie zu wenig kritisieren, weil es eigentlich eine Medienregierung ist. Das ist das Problem. Und wenn uns nicht gelingt, das aufzubrechen, dann wird Deutschland einen ganz schweren Weg gehen, und es fängt schon an, ich kann es nur sagen, es fängt schon an. Wir müssen als Journalisten das aufbrechen. Öffentlich-rechtlich gehört unbedingt dazu, denn die sind natürlich unmittelbar in den Parteien so geknechtet, gequält. Ich komme aus dem öffentlich-rechtlichen System, ich hatte vorübergehend Intendantenstatus. Also ich weiß, wie es ist. Das hat sich in den letzten Jahren durch den Druck der Parteien so verschärft. Entweder kriegen wir Journalisten, die es wieder kritisieren, oder die Demokratie geht unter. Ich bedanke mich recht und recht herzlich bei allen Teilnehmern fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Ganz besonders, ich sage jetzt noch einmal, Hans Bürger, er war nicht eingeladen, sondern ich hatte als erstes den Chefredakteur eingeladen, der hat gesagt, er kann nicht kommen. Habe ich gesagt, schick mir bitte den besten Ersatz, den du dir vorstellen kannst. Dann hat er den Hans Bürger geschickt, habe ich gesagt, jawohl, ist angenommen, nehme ich gerne, und habe ihn dann persönlich eingeladen. So, vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Jetzt bitte ganz rasch runtergehen, viel essen, viel trinken, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit wie geplant zum Essen und Trinken. Also bitte runtergehen und trinken.